Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Cordula. Hallo liebe Live-Zuschauer, hallo lieber Chat, hallo liebe YouTube-Zuschauer. Schön, dass ihr hier seid. Dass wir hier sind. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet schöne Ostertage. Und seid bereit für eine weitere Runde This Bed We Made. Hallo Karma, hallo Angerit. Ja, ebenfalls schön, euch zu sehen oder zu lesen. Ich hoffe, es geht euch gut. Das war laut, Entschuldigung, dass meine Hand kräht. Ich hab's gleich. Ich wusste doch, da kommt noch was raus. Wir sind heute Abend wieder Hotelangestellte. Rohrspecht, wie cool, dass du da bist. Das freut mich sehr. Es geht ins... Wie heißt das Hotel eigentlich? Ich weiß gar nicht. Wissen wir nicht, ne? Jedenfalls geht's ins Hotel. In dieses Hotel. Wir haben noch nicht so ganz rausgekriegt. Doch, wir haben rausgekriegt, wann das Spiel. Wann war das nochmal? 50er, ne? In irgendein Hotel. Ein vermutlich amerikanisches Hotel in den 50ern. Und wir spielen Sophie, die eine Hotelangestellte mit einer sehr gesunden Neugierde. Vielleicht einer zu gesunden. Einer überdurchschnittlichen. Die gerne in den Zimmern rumsnoopt. Und jetzt entdeckt wurde. Clarington Hotel, danke Karma. Ich habe wieder besser aufgepasst als ich. Genau, wir wurden letztes Mal nicht wirklich erwischt. Wir sind in ein Gästezimmer reingekommen. In ein Gästezimmer, also in eins der Hotelzimmer. Und haben dort auf der Toilette eine Dunkelkammer entdeckt, die sich dort jemand eingerichtet hat. Und diese Person hat Fotos von uns gemacht, wie wir in verschiedenen Hotelzimmern rumschnüffeln, das war das Wort, was ich gesucht habe, rumschnüffeln. Und das ist natürlich sehr unangenehm. Und dann haben wir die meiste Zeit damit verbracht, weiter in diesem Hotelzimmer dieses Gastes, der die Dunkelkammer eingerichtet hat, rumzuschnüffeln und rauszufinden, wer das ist. Und wir haben rausbekommen, dass dieser Typ ist ein Typ, also ein Mann. Was wissen wir über ihn? Wir wissen, dass er irgendwie so da ist, um so ein Ehepaar zu stalken. Außerdem hat er seinen Namen falsch angegeben und er ist, glaube ich, ein Kriegsveteran und hat mehrere Jahre in einer geschlossenen verbracht. Ich glaube, das ist alles grob. Es gab noch andere Dinge, aber droppt sie gerne in den Chat. Wir haben uns aber sehr, sehr unauffällig verhalten, bis du aus Versehen den Aschenbecher sauber gemacht hast. Danke, dass du mich daran erinnerst, Angerit. Genau, ich konnte es nicht lassen, es ist schließlich mein Job. Ich habe aus Versehen im Zimmer ein bisschen sauber gemacht. Das geht halt im Handumdrehen ist das passiert, beziehungsweise in einem Klick ist das passiert und dann Hashtag Cleaning for Life, genau. Es ist jedenfalls passiert, eigentlich ungewollt und jetzt haben wir Angst, dass deshalb rauskommt, dass wir da waren. Aber gut, ich meine, der Typ rechnet doch wahrscheinlich eh damit. Der weiß, dass wir im Hotel rumschnüffeln und hängt da so auffällig die Fotos in seinem Badezimmer auf, damit wir sehen, dass er weiß, was wir tun, oder? Genau. Ich bin aber nicht sicher, ob er uns wirklich ob er eine Agenda hat, warum er uns jetzt da nachspioniert oder ob er einfach Langeweile hatte, dass er während des Stalkings dieses Ehepaars einfach seine Kamera ein bisschen testen wollte und deshalb uns fotografiert hat. I don't know, aber das kriegen wir vielleicht heute oder in einem der nächsten Streams raus. Eventuell ist das Spiel etwas zu laut, aber ich glaube, das regelt sich gleich selbst, wenn du spielst. Okay. Danke für den Hinweis, Angerit. Vielleicht fangen wir einfach direkt an. Dann ist die Musik nicht mehr da. Ja, die Musik ist relativ laut, habe ich letztes Mal auch dann gesehen in der Aufnahme. Vor allem diese Radiomusik in der ersten Szene, in dem ersten Zimmer, wo wir sauber machen. Das ist krass, ich habe lange nicht mehr bei Tageslicht gestreamt. Das ist Wahnsinn. Dank der Zeitumstellung, ich weiß nicht, ob letzte Woche schon hell war am Anfang des Streams. Die Sonne wird gleich untergehen wahrscheinlich, aber es ist ungewohnt auf jeden Fall. Ist ja fast Hochsommer. So. Was habt ihr noch erzählt? Achso, Karma sagt, er hat nicht aufgepasst, sondern musste das nachsehen, den Namen des Hotels. Aber immerhin bist du dann besser informiert als ich. Hätte es ja vorher auch mal nachsehen können. So, ich spiele heute im Stehen. Mal gucken, wie lange das gut geht, bis ich schlapp mache. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Ich kann das ein bisschen leiser machen. Ich hoffe, das ist... Moment, das ist der falsche Regler. Ja, die Technik geht direkt alles schief. Es ist aber auch sehr laut gestellt. Das wird sein.
So. Habe ich jetzt ein neues Spiel gedrückt? Ist ja mir so ähnlich. Nee, habe ich nicht. Gut. Also wir sind noch im besagten Raum. Krass, wir waren doch schon rausgegangen auf den Flur und hatten diesen geilen Stunt hingelegt, wo wir diese Tassen in unser Wägelchen, wie heißt das eigentlich, diesen Servicewagen werfen. Das war eigentlich der stolzeste Moment des letzten Streams. Kannst du dein Bild noch klein machen? Das ist ein sehr guter Hinweis, danke an Gerrit. Oder? Also so sind wir letztes Mal nicht geendet. Jetzt bin ich doch ein bisschen, wieso will die Maus nicht? Vielleicht muss ich mit Controller spielen diesmal. Oh ja, oh Gott, oh je. Ja, viel Spaß euch dabei, mir zuzusehen, wie ich versuche, mit einem Controller zu spielen. Ich bin leider nicht damit groß geworden, was auch mit Mitte, Ende 30 keine gute Entschuldigung mehr ist. Aber ich bin nicht gut mit Controllern und 3D-Spielen mit Controllern und so, das ist alles... Ich bin einfach still, ihr wisst es ja, ihr kennt es ja aus anderen... vergangenen Streams. Ich mache mal das Wasser wieder aus. Ja, auch Wasserverschwendung. Auch in den 50ern gab es keinen Grund, Wasser zu verschwenden. Jetzt bin ich verwirrt. Warum hat das Spiel nicht gespeichert? Kannst du einmal Escape drücken, um zurück zur Tastatur-Maus-Steuerung zu gehen? Was will er denn, der Angerrit? High-Maintenance-Zuschauer hier. ja. Die Maus ist verschwunden auf dem Bild. Options. Der Mauszeiger ist nicht da. Da ist er! Okay. Jetzt kann ich auch so steuern. Okay, nice. Vielleicht mache ich das lieber. Das fühlt sich gewohnter an als mit dem Controller. Also. Jetzt bin ich nicht sicher, ob das Spiel all den Schabernack, den wir getrieben haben, gespeichert hat und wir rausgehen können aus dem Raum, oder das alles nochmal machen müssen. Wir können jetzt noch eine Zigarette schnorren zum Beispiel. Old Port. Habe ich auch mal geraucht. Light Menthol. Nice. Wir gucken einfach, ob der Aschenbecher sauber ist. Und der ist sauber. Okay, also das ist schon passiert. Das große Fauxpas ist schon passiert. Es schneit in Strömen. Dann gibt es hier dieses Schmuddelheftchen. Vielleicht ist das noch irgendwie wichtig. Vielleicht haben wir da zu wenig drauf geachtet. One room, two women and so many secrets. And they were roommates from Brigitte Boswell. Bridget Boswell. No one at school suspected what took place once their door was locked. Du-du-du-du. Aber ist okay, wir können nur machen, was wir wollen hinter ihrer gelockten Tür. Oh, da oben ist so ein Ticket drin. Können wir auch in die Richtung das drehen? Oh, ich würde so gerne gucken, was da oben drin ist. Die Heizungsrohre sind sehr hübsch. Sowas habe ich mir auch im Hotelzeug gewünscht. Zeig mal. Ja, ne? Auch die Decke. Es ist alles ein Traum. Das ist aber auch hot. Hier mit den Socken. Schön verschwitzte Tennissocken. Es ist alles nicht so schön. Also ich finde, das Hotel macht unten in der Lobby einen schickeren Eindruck. Das hier ist auf jeden Fall nicht das Vorzeigezimmer, was sie dann auf die Website, die es damals noch nicht gab, stellen würden. Okay, also, ich will wissen, was da oben, was das mit dem Ticket da auf sich hat. Aber wir kommen noch nicht. Ich gucke in den Slitz, in den Buchslitz. This tale of love and desire. Vielleicht soll ich oben anfangen. She was alone in a town she barely knew, hundreds of miles away from home. Das ist nicht meine sexy Stimme, keine Sorge. Ich habe keine sexy Stimme, keine Sorge. She was desperate to comfort. And found it for comfort, Entschuldigung. Sie war nicht desperate danach, Leute zu trösten. Sie wollte gecomfortet werden. And found it in the arms of the most unexpected person. What first started as a normal friendship between two women soon blossomed into something much more passionate and disturbing. More disturbing than a normal friendship? This is a tale of love and desire like you have never read before. I'm pretty sure people who read this kind of book, they've read something like that before. Out of her own experience. Das macht schon was aus, das da drauf zu schreiben, dass es quasi autobiografische Züge hat. The author working under pseudonym tears the curtains from one of the gravest
Threat to modern social morality. The strange law of practices trapping, ich weiß nicht, was mit meinen Augen heute los ist, trapping unwary girls today, particularly in our larger cities. Ja, Roommates, ich bin auch ziemlich hooked. Ich werde eigentlich mich hinsetzen und dieses Buch lesen, das ist bestimmt toll. Hashtag Sexy Voice. Jetzt weiß ich, warum so eine Alterswarnung kam am Anfang vom Stream. Ja, heute hat sich's gelohnt. Aber an das Ticket kommen wir trotzdem nicht ran, ne? Könnt ihr die Nummer, ich mache mich größer, um die Nummer zu lesen. 015 3 oder 8 und dann weiß ich nicht mehr. Dann war es wohl auch nicht wichtig. So, würde mir zustimmen, dass wir das alles schon gesehen haben letztes Mal. Hier ist so ein Plan, den dieser Mensch gemacht hat, um rauszukriegen. Ah, da ist Housekeeping, 10 bis 4. Room Service Night mostly, Lobby Boys. Um rauszukriegen, was wo ist und zu welchen Zeiten Dinge bewacht werden. Oh, jetzt wurde was gesaved. Okay. Dann hat der, genau, er hat irgendwie so einen Verflossene, der immer wieder schreibt. Mit dem Namen... Ah ne, das sind die Eltern. Lindsay heißt die Verflossene oder Frau, die er gestalkt hat, was auch immer. Und seine Mutter, deren Mutter schreibt ihm hier, soll aufhören zu schreiben, weil sie tot ist. Schon seit 2 Jahren. Das sind all die Briefe, die er geschrieben hat, die sind zurückgekommen. It's a sad story. Maybe she was, yeah, she was one of the roommates, so he couldn't have her. Ja, dann hat er halt hier so psychomäßig so eine Wand mit so eine Map, mit so Strings. Da gab es auch ein Wort für letztes Mal, ne? Muss ich euch das alles wiederholen und nervt euch das, weil ihr das alles schon gesehen habt? Ich dachte, das ist halt für Leute, die neu dabei sind. Also hier geht es im Prinzip darum, rauszukriegen, wo dieses Ehepaar, das er stalkt, wo haben wir denn die Info nochmal her gehabt? Wo die so lang gehen? Aber wir haben auch den Koffer aufgebrochen. Das ist übrigens ähnlich auffällig wie der saubere Aschenbecher. Hier steht drin, dass wir in der Psychiatrie waren, dass wir Medikamente noch kriegen. Das sind wir. Recht feminines Gesicht, ne? Vielleicht sind wir eine Frau undercover und haben dieses Buch geschrieben. Who knows? Das Rohr ist auch hot. Da ist ein Schalter am Rohr. Geht nicht. Hallöchen, Butterbrezel. Cool, dass du da bist. Das freut mich sehr. Wie du siehst, sind wir schon wieder in diesem Raum, weil das Spiel uns irgendwie dahin zurückgeschickt hat. Das sind wir wieder mit einem Kollegen, wollte ich gerade sagen. Wie sagt man das denn? Das war im Zweiten Weltkrieg in Belgien. Wie nennt man denn? Ein Typ, mit dem man im Krieg war. Ein Kollege klingt ein bisschen zu leger. Birds of North America. Ja, komm an. Als würde er sich erst diesen Lesben-Porno reinziehen und dann das. Kamerad, danke. Kamerad passt schon besser. Danke, Bruder Briesel. Do not forget to take your pills. Guter Hinweis. Spannend. Ich glaube, wir haben mal wirklich alles gesehen. Hallo. Das ist ein Bug. Wo hatten wir das denn her mit diesem Ehepaar? Ach so, genau. Wir haben noch verlangt, in ein anderes Zimmer oder darum gebeten, umgebettet zu werden in ein anderes Zimmer. Umgebettet sagt man, glaube ich, nicht bei Hotelgästen, aber egal. Was leider nicht ging und unsere Vermutung ist, dass wir das gemacht haben, um halt rauszukriegen, wo dieses Ehepaar untergekommen ist und für wie lange oder so. Lindsay, okay, das war der Code zum Safe. Ach, im Safe war, glaube ich, der Hinweis. Oh, Ann-Gerrit ist traurig, weil er zuerst Kamerad gesagt hat. Entschuldigung, Ann-Gerrit. Hat Butterbrezel abgeschrieben. Spade. Genau, hier ist nämlich unser Tagebuch. So, da steht, diese beiden stalken wir, also nicht wir, sondern die Person, in deren Zimmer wir gerade rumlungern. Ja, bla bla bla, die sind halt da und da lang gegangen, die waren dann irgendwie im Theater, die waren in der Stadt und so weiter und so fort. Haben wir uns alles schon angeguckt und jetzt gehen wir aus dem Zimmer raus, oder? Ich glaube, hier gibt es nichts Spannendes mehr. Ich kriege gerade irgendwie, ist es hier sehr, sehr warm. Sekunde. Ich will mal Heizung runterdrehen oder so. Upsala. Sofort wieder da.
kurz ein Fenster aufmachen. So, das ist dieses, dieser Schundroman. Ist mir ganz warm von geworden. Ah, neuer Stream, neuer Versuch. Wolltest du nicht die Pistole wegwerfen? Schlägt Karma vor. Genau, hier im Safe liegt noch eine Pistole. Ich krieg's mal wieder nicht hin, die richtigen Knöpfe zu drücken. Weg, weg, wir wollen... Das erkennt sie? Okay, the picture was taken in the lobby. That was taken in the lobby. Interesting. Ach so, wie wir übrigens in dieses Zimmer gekommen sind, für die, die zum ersten... Wieso komme ich denn jetzt hier nicht mehr raus? Bin ich bescheuert? Die zum ersten Mal dabei sind. Ach, die waren Schlittschuhlaufen. Sieht ein bisschen ungesund aus, die Beine von der Frau, oder? So perspektivisch. Rechte Maustaste, habe ich doch gerade probiert. Hm. Also die, für die letztes Mal nicht dabei waren, wir haben in der Lobby einen Film gefunden. Und um ihnen den zurückzugeben, aus irgendeinem Grund wussten wir, dass der von dem... zu diesem Zimmer gehört, ich weiß nicht mehr warum, sind wir hier hochgelaufen, so. Also, Karma möchte, dass wir die Pistole wegwerfen. Sophie, you should probably put this down. Nein, jetzt haben wir Fingerabdrücke da drauf. Letztes Mal habe ich die extra nicht mal angefasst. Scheiße. Scheiße. Karma, Mann. Jetzt habe ich die Pistole angefasst. Das wollte ich gar nicht. Ich hatte das letzte Mal schon so schön unberührt gelassen. Kacke. Nee, ich will die nicht wegwerfen. Ich weiß nicht, wie man eine Pistole recycelt. Und das macht mich auch voll verdächtig. Sind schon. Ach nee. Ich will jetzt hier raus. Ich will das eigentlich genauso. Jetzt hat sie wieder eine Epiphany. Krass! Das Spiel hat nicht gespeichert, dass wir mit Andrew telefoniert haben und der uns gesagt hat, wer M und H sind. Ach, das nervt mich aber jetzt. Total mieses Karma, würde ich sagen. Ja, hallo. Naja, ich hätte es ja nicht tun müssen. Hotel Reception Desk, Andrew speaking. It's me. Oh, hey. Just a sec. Beth, could you cover for me? Again? Pretty please? Sorry about that. So, I take it you opened Morgan's safe. Es nervt mich, dass wir jetzt das ganze Telefonat nochmal machen müssen. Actually, I need your help again. Of course. Scheiße, Mann. So, der Pistole ärgert mich voll. Und dass wir jetzt das nochmal machen müssen, auch. Warum speichert das doofe Spiel nicht? Aber er ist jetzt super verdächtig im Telefonat, finde ich. Oh, ja, sure. Are you alright? Of course. Sorry. I'll just need some more info to narrow the search. What do you know about them? Mr. Morgan refers to them as H and M. It could be initials, or maybe, I don't know, husband and mistress? Oh, I hadn't thought of that. Yeah, I'll need a little more to go on. Hmm. From what I can gather, it seems they're together. Okay, so we're probably looking for a room with a double bed then. Do we have a lot of couples at the moment? Well, hat dann nicht jeder Room und Double Bed? Was Valentine's Day. Oh. So yeah, a lot. Wait a minute. There's a couple staying in room 509. Hector and Marcella Cruz. Hector and Marcella. H and M. My thoughts exactly. Ratter, ratter. Do you know anything about the Cruises? Well, I was there when they checked in. Handed them a couple pamphlets on tourist attractions. I remember noticing that Mr. Cruz wears the same cologne as my father, but... That's not much to go on. Yeah, I know. Do you perhaps have room 509 on your to-do list? I do, actually. Would it be wrong of me to suggest you do some... Snooping? I guess that's what I'm known for now. Ah, it's don't worry. I'm sure we'll find one a passion for you. I'll call you if I find it. Besides cleaning. Watch out, all right? I will. I promise. So, das haben wir alles schon erlebt. Wieso müssen wir das jetzt nochmal erleben? Das nervt mich. Lebenszeitverschwendung.
So, ich mache mal das Fenster wieder zu. Ja, ist ja nicht schlimm, sagt Angriff. Mich nervt es. I must have forgotten my keys in the break room again. Du first. Okay, wir müssen zum Break Room. Ich mache eben das Fenster wieder zu. Hallo, Maus. Jetzt friert ja das Kätzchen. So, Kopfhörer. Ich finde das schlimm an Gerrit. Ah, an Rorschbech finde es okay. Stimmt, du warst letztes Mal nicht da. Na gut. Das gebe ich dir. Wo ist denn der Breakroom noch gleich? Ach stimmt, hier war immer Safe Marriage, oder wie das hieß. Say no to divorce. You can be divorced against your will. Women and children suffer most in divorce. You lose your succession rights in divorce. The wife's pension rights are lost in divorce. You lose your right to the family home in divorce. It should be DOC, Divorce Oversight Committee. Die liegen hier überall rum, diese geilen Flyer. Aber wo ist unser Break Room? Ist der nicht am Ende des Flurs? Stand das nicht auf dem, auf dieser Map, die der Dude gemalt hatte? Nee. Alter, krasses Wetter. Steht da? Janitor's Closet. I have all the supplies I need. But she forgot her keys in the break room. Where's the break room? Mich nervt so, dass sie nicht rennen kann. Mich nervt heute vieles, wie ihr merkt. Mecker, mecker. Dann ist der Break Room wahrscheinlich da hinten, aber ist ja offensichtlich eine unüberwindbare Barrikade errichtet worden. Guck. Ah! Ich komme nicht durch. Jetzt hänge ich auch noch fest. Oder ist der Breakroom gar nicht auf dieser Etage? Das wäre natürlich besonders nervig. Did I miss something in here? No, you didn't. You need your keys. Now, but maybe I can come back later if I have a spare moment. Kann irgendwas putzen unterwegs? Valentine's Ball ist schon vorbei. Zu spät. Boah, zweiseitig bedruckt. Keine Kosten und Mühen gescheut. Ich finde es so geil, wie sie immer Dinge hochhebt. So schön aus den Beinen, wie man es soll. Ah, der wievielte ist heute nochmal? Steht's auf dem Schild? Ist viel zu naheliegend, der Gerrit. Self-Service Eyes, Room, Room, Stairs. Vielleicht ist der auf einer anderen Etage. Ich gucke nochmal auf diesen, diese Map, die der Bösewicht gemalt hat. Wenn er ein Bösewicht ist, das wissen wir noch nicht. Sagt einfach nur Housekeeping. Lobby Boys. Room Service Night mostly. Also das unten wird ja... Was ist denn da oben für ein komisches Loch drin? Das ganz unten wird ja wahrscheinlich der Aufzug sein. Ja, da will er hin, aber das, ich komme da ja auch nicht hin. Shit. Kann ich den Stift aufheben? Nee. Hm. Ich habe anderen Kram. Super ADHS-mäßig unterwegs hier. Was wollte ich nochmal machen? Oh, Lake. Oh, spannend. Ach ja, die waren bei Harrys Essen. Das hat ihn gestört. Mhm. Okay. Ja. Da wir den Breakroom nicht finden. Achso, ich kann noch kurz für die Leute, die neu dabei sind, den Darkroom präsentieren mit den Fotos. Das habe ich eben ein bisschen übergangen. Hier, das sind die Fotos von uns, wie wir rumsnoopen in fremden Zimmern. Tada, peinlich. Schnell weg. Nee, ich will die von außen closen. Guck mal, die geht in beide Richtungen auf, wie eine Saloontür. Wie cool ist das denn? So. Irgendeine Idee, was wir jetzt machen. Ja, Aufzug oder Treppen. Auf jeden Fall
Von der Etage runter, ne? Wo haben wir jetzt unser Wägelchen geparkt, ganz kurz? Da. Können wir das schieben? Nee. Letztes Mal hat sie auch woanders an... Sure, I'll find more laundry to add to the pile. Ach shit, haben wir die Handtücher jetzt auch nicht ausgetauscht, weil er das auch nicht gespeichert hat? Unser Plan war ja einfach so zu tun, als wäre der Zimmerservice da gewesen. Damit das mit dem Aschenbecher nicht so auffällt. Aber wir haben die schon ausgetauscht. Das ist super weird, dass das Spiel manche Dinge gespeichert hat und andere nicht. Voll seltsam. Achso, wir sollten vielleicht den noch close machen. So. Alles wie neu. Koffer vielleicht auch noch zu. Endlich mal jemand, der nicht Fahrstuhl sagt. Echt, sagen mehr Leute Fahrstuhl als Aufzug? Für mich ist das auch ein Aufzug. Achso, sorry. So. Seht es mir nach mit der Steuerung. Wir drücken jetzt auf E und Q, vielleicht kriegen wir da einen Hinweis. After putting our heads together, we were able to figure out who the mysterious H&M were. Two guests, Hector and Marcella Cruz, a married couple staying, blah, blah, blah. Das haben wir alles gerade rausgefunden. I bet a quick look around the room will reveal something, but I'll need my keys, which are left downstairs, probably in the break room. Classic Sophie. I like how she's talking about herself in the third person. Not creepy at all. Okay, dann gehen wir jetzt runter. Bei Q gibt's auch noch was Neues. Was gibt's da? I should probably check the break room. Q ist einfach, wenn man nicht lesen will, dann sagt sie laut, was sie tun soll. In lauten Gedanken. Dieser weltferne Blick, während sie Aufzug fährt. So, Break Room. Hier ist Locker Room. Break Room. Ich hoffe, der ist gemütlicher als der Weg dahin. Was für eine Odyssee. Wer ist Linda wieder? Ist das die Tante an der Rezeption wahrscheinlich, ne? Eine andere Frau kennen wir, glaube ich, noch nicht. Ah, wo sind wir? Das ist der Aufzug. Sie hat auch nicht... Wir konnten gar nicht entscheiden, in welche Etage wir fahren. Governess. Gemütlich da, ja, finde ich auch. Entschuldigung. Eugene must be running around trying to keep the hotel in one piece. Eugene ist dann wohl der Hausmeister. Versteht ihr sie eigentlich okay, gut? Last I checked, Linda's master key was in the locker room. Oh, okay. The locker room ist ja wohl das hier, ne? Jetzt müssen wir hier den master key finden, vielleicht hier. Did I remember to punch in this morning? Probably not. Classic Sophie. Oh, da war gerade was. Remember to punch in this morning? No one cares. Get that master key. Wird schon ganz schwindelig, Leute. Wo wäre denn der master key im locker room? Kann sie uns das noch ein bisschen spezifischer sagen? No one cares. Sorry, ich bin sehr ungeduldig mit dem Spiel, das ist gemein. It's locked. Aha! Moment, ich muss noch einpacken. Gut. So, kannst noch ein bisschen. Ja, da ist noch. Ja, 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 so. Ja, stopp! Stopp! Ja! Perfekt! In einem Locker, in einem Regal. Ihr ratet so lieb. Ja, war alles richtig. Sehr gut. The way they look at each other. You can tell it's the real deal. Okay. Die Linke ist Christina Aguilera, oder? Is it Linda and her loved one? Guck mal, wie die, der Filter, der auf das Foto gelegt ist, einfach auch den Schrank im Hintergrund beeinflusst. Toll. Toll, toll, toll. Ich bin gemein. Disposable Tissue, ein lustiges Knallbonbon. Das sind, glaube ich, OB, also Tampons mit, von der Firma Rockets.
Lustige Pakete. Aber wir suchen ja den Schlüssel. Kann man unten auch gucken? Nee. Hat dir richtig geholfen. Jetzt habe ich extra reingepackt. Packe ich wieder aus. Dann sind hier ist eine Ansammlung lustiger Hüte. Ein Schuhanzieher. Noch ein lustiger Hut. Oh, müssen wir die jetzt alle durchgehen? Ach, Moment, da stehen ja Namen drauf. Andrea, Etienne, Gabriel, Eugene, Bobby. Ups. Jacqueline. Nee, Jack. Anthony. Das war's? Wo hat denn Linda ihren Locker? Ach, Leute. Ich bin zu ungeduldig für sowas. Wendy und Jack. Ja, keine Ahnung. Das war ja der einzige Locker, den ich öffnen konnte. Erstmal Hände waschen. Mit schönem Abstand. Nicht, dass man nass wird. Links hoch. Links hoch. Ja, aber sie hat ja gesagt, der Key wäre im Locker Room. Ich weiß nicht, was du... wann du links hoch gesagt hast und was dementsprechend links war, Angerit. Last I checked, Linda's master key was in the locker room. Ja, ist es aber nicht. Last I checked, you didn't just steal people's keys. Eugene must be running around, trying to keep the hotel in one piece. Ist hier eine Leiche drin? Nee. It's your job to report when others don't do theirs. Okay, man soll also petzen. Nice. Was haben wir denn hier alles? Clarington Hotel, do not forget, use the word guest when talking to or about clients. I'm getting tired of repeating this. Ja, wenn das das einzige Problem ist, was sie haben. To all employees, as you're probably aware, Valentine's Day is upon us, and we are almost completely booked for the weekend. I know this is the time of for colds, but I will not accept anyone missing a work shift in the next few days. I want the rooms cleaner than ever. I also wish to remind you of our continued partnership with Weston's Department Store. Take every opportunity to have to suggest the store for our guests' shopping needs. Thanks for this partnership. Special prizes from Weston's will once again be awarded to our best employees at the end of the month. Aww, ich will ein Parfüm haben oder was da gibt. If there's anyone to be in a book club with, it'd be Andrew. Oh nein, aber kein... Ja, bitte mach das, weil keiner hat bisher ein Ding abgerissen. Wie traurig ist das denn? Der arme Andrew. Let's talk about books and stuff over a nice cup of coffee. Können wir was abreißen? Nein, können wir nicht. Sie hat auch einfach den Heftzwecken mit rausgerissen. Menno. Hi everyone. My name is sweet. My name wasn't so bad around new people. Maybe we could be friends. Tja. Tell me about it. My name is Carol and I've just started she's 8. I've just started as the new maid. This is my first job. And I'm really grateful to be given a chance to work in such a nice hotel. I can't wait to meet all of you. Oh nein, alle haben da was runtergeschrieben, nur wir nicht. Welcome to the team. I hope you will enjoy it here. Welcome, Carol. Nobody cares about you. About your aunt. Hä? Wie gemein ist das denn? Volles Mobbing. Nice to meet you. You have the same name as my aunt. Oh. Ah, okay, das schreibt die Person an die andere Person. Ja, also, egal. Ich glaube, Carol ist 8, die freut sich, wenn jemand den gleichen Namen hat wie sie. Das findet sie aufregend. Außerdem ist die Schrift unten links, ist für mich einfach die generische Handschrift von Amerikanern. Also von US-Amerikanern. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der nicht so schreibt. Ist das rassistisch? So, Why things go missing around here? Sometimes it feels like the hotel just gobbles things up. The hotel or the snooping Sophie?
Okay, gold bracelet. Great sentimental value. If found, please return to Yvette. Dann hier diese Listen. Es hilft uns alles nicht weiter. Kannst du nur den einen Locker mit dem Foto drin aufmachen? Ja, ich glaube schon. Naja, wir haben ja nicht alle probiert. Oh, da konnte ich noch einen aufmachen. Und den nicht. Ich habe die anderen gar nicht probiert, aber danke für den, für die Idee. It's locked. Rohrspecht. Eugene. Half the washing machines are out of order because of theirs. This. I wasn't. Achso, man konnte irgendwie so. Genau, das vernünftig lesen. Because of this, I won't be able to finish our current load in time and Beth will be forced to offer guests an apology discount. Please fix the machines before Bernard kills me. Rebecca. Ich habe noch nicht so ganz den Durchblick, wer wer ist, aber. Ja. Können wir uns noch angucken? Hier so eine Mordwaffe. Da feilt ja. Da hat jemand sehr dicke, harte Nägel und viele Pfeile im Schrank, deswegen. Unten können wir wieder nicht reingucken, oder wie ist das? Das sind nur Tissues. Mensch, nein. Ja, noch Ideen? Ach, mit links noch? Meintet ihr noch den anderen Locker? It's locked. Dass der nichts machen kann. Dieses blöde Bild hilft mir überhaupt nicht. Ich dachte, ich muss Crime aufklären und nicht hier zu doof sein, um die Tür zu öffnen, obwohl das mein Job ist. Laut Lösung ist Lindas Locker da auch. Hä? Anthony? Vielleicht heißt sie ja da Melinda oder so. Melinda. Jack. Bobby, Eugene. Gabriel, Etienne, Andrea. Linda. Gibt es noch mehr Locker, die ich übersehen habe? Ist da auch noch ein Raum, wo Locker Room hinzeigt? Och, ernsthaft? Da habe ich doch eben draufgeklickt auf die Tür. Oh, ist das peinlich. Entschuldigung, Entschuldigung. Wurde sie wieder beobachtet? Oh! Hypocrite, Bitch. Hypocrite, Bitch? What did Linda do? And to whom? Vielleicht meint er auch uns. Wieso denken wir es? Ach, da oben. Linda. My wife will be at her parents tonight, so come by my house at 8 p.m. And make sure you bring the new lingerie I bought you. B. Wie hießen noch? Ah, ne, H&M hießen die. Also irgendwer, ja. Hat ein sexuelles Verhältnis mit Linda. Ah. To all employees. Das ist die Person, das ist bestimmt Bernard, oder wie er heißt. Mein Gott, Cody, jetzt bist du da wieder. Auf den Schreck muss ich einen Schluck Tee trinken. Es tut mir sehr leid, dass ich mit den Lockern verkackt habe. Governess. Sollen wir das abwischen? Oh nein, ich habe aus Versehen schon ein bisschen... Können wir was Nettes daraus machen? Machen wir erstmal Itch. Ich finde, Itch ist nicht so schlimm wie Bitch. Ah, ist das I fast weg. Mist. Hypo Itch könnten wir machen, aber jetzt haben wir schon zu viel weggemacht. Buffelbeiß! Oh Gott! Das tut mir leid. Buffelbeiß sagt, er ist zu spät, weil Twitch ihn die ganzen aktualisierten Terms of Service lesen ließ. Statt immer die Unterschiede zu zeigen. Das ist gut, dann hast du das ja für uns alle jetzt gelesen. Du hast noch nicht viel verpasst. Ich bin 5 Stunden lang durch den Lockerroom geirrt, weil ich den Schlüssel suche, um in das Zimmer dieses Ehepaars einzubrechen. Nicht einzubrechen, ist ja mein Job, um das sauber zu machen. Ja, jetzt weiß ich auch nicht mehr. Jetzt haben wir das weggewischt.
Ich habe das Gefühl, wir greifen zu sehr in die Geschehnisse ein. Aber nachdem wir jetzt die Waffe angefasst haben, ist es eh alles egal. Wir sind eh am Arsch. Jetzt ziehen wir uns erstmal eine Zigarette. Oh ne, eine Nylonstrumpfhose. Oh, es gibt so viele Locker. Hier können wir weiter rumsnoopen. It's what we like to do. Someone collects cups. Und raucht auch Old Port. So wie der Typ in dem Ding. Und der macht auch Fotos. Sind wir da auch drauf? Nee. Verdächtig, ja genau. Wer freiwillig Old Port raucht. Das kann nur eine und dieselbe Person sein. So now we have to provide soap to the guests? This is getting ridiculous. What's next? A hair dryer in every room? Ach, guck mal, das ist die Evolution of Hotel Service. Speaking of hair, have you seen Rebecca's new haircut? I didn't think she could look even uglier. Wie gemein. Smoke break at 3:45. Wieso hat die so viele Tassen? Ach, die hat einfach die Kaffeetassen geklaut. Nice one. Wer ist das? Yvette? Close. Ja. Dann haben wir Susan. Jetzt sag nicht, die gehen alle auf. Ein bisschen aus der Entfernung. Oh, die gehen doch alle auf. Scheiße. So viel zu sehen. Die rauchen auch Menthol. Ich glaube, es gibt nur eine Marke Zigaretten. I can't believe Miss Perfect got the Employee of the Month reward again. I'm sure she won't even use the mixer she won. She's too dumb to understand how it works. Poor Jack, he deserves so much better than that stupid whore. Ist das Linda? That stupid whore? And did you see the look on Sophie's face when Bernard first showed the mixer? You'd swear that weirdo had never seen one in her life. Anyway, join me at 11:15 for smoke break. Ja, und es gibt ja auch noch keine Hairdryer in Hotelrooms. Warum soll ich dann wissen, wie ein Mixer aussieht? Ist auch nicht so nötig, ne, einen Mixer zu haben. Hört auf, mich zu mobben, Mann. Proud Weirdo Sophie. Okay, das sind Lockenwickler, Nagellack. Hier, wie heißt das? Lippenstift. Nee, ist das ein Lippenstift? Was für einer? Oh, fancy. In Gold gefasst. Wie Rocher. Non-constructive criticism. It's just a personal crusade. Oh nein. Wendy, do you think I don't see the way you talk to guests, the way you smile at them and call them sweetie while you fill their coffee cups? Vielleicht sie einfach, kommt die so aus dem Süden und redet halt so mit Leuten. The way you laugh at their jokes and bat your eyes like a stupid teenage girl. I'm not sure if you're doing it for the tip or to get the Employee of the Month reward, but either way, this is unacceptable. I won't even mention the way you wear your uniform. This is a respectable hotel, not a pleasure house. Although I've always had a problem with your behavior, tolerated it as long as the guests were happy. But now that you're getting engaged, I can no longer remain silent about it. What would Jack say if he saw you? I'm sure he would be as ashamed as I am. Sorry, ich kann euch wieder nicht lesen. Maybe you've got Bernard fooled like every other man, but if you don't change your behavior, I'll find a way to convince him to fire you. This is your only warning. Linda, durchgestrichen Bitch. Okay. E beim Lippenstift. Oh, guter Hinweis. Danke, Rohrspecht. Wessen Schrank war das denn? Wessen Locker? Bockhoddy. So. Ganz kurz, ich muss mal kurz, Wendy, okay. Also Wendy hat diesen Brief bekommen. Ist das dann vielleicht eher ein W auf dem Lippenstift, oder? Nee, ist schon... Ich würde sogar sagen C. Aber das kann auch nur die Marke sein. Es sind aber auch alles Zicken und Lästermäuler. Ja, Karma, aber lass uns doch Wörter benutzen, die nicht so misogyn sind. Ja, ich finde auch... Also, ich muss mal kurz sortieren. Also, Linda... Nee, Wendy ist die, der alle nachsagen, sie wird zu viel mit den Gästen flirten. Vor allem Linda ist sie ja hier am Mobben. Und Linda ist... hat irgendwie eine höhere Stellung, weil sie ja diesen Master Key hat. Ist Linda die Frau... Ist Linda die Governess, oder wie das hieß? Und ist die Frau vom... von Bernard? Nee, ne?
Also Wendy ist zusammen mit Jack und Lena mit... Warte, weißt du, wisst ihr was? Wir gucken mal in unsere... Unterlagen. Warte, irgendwo hier. Also, wir haben Beth, das ist die Frau in der Rezeption. Wir haben Bernard, das ist der Manager. Usually about Linda, strong feelings about Wendy. Okay, und Linda ist... Ja, die sind, glaube ich, nicht unbedingt... Hört ihr auch jemanden weinen? Linda ist die Governess, also quasi die... Kommt direkt unter Bernard in der Hierarchie. Aber, okay. Und Wendy ist mit Jack zusammen. Genau. Wer ist der... Das ist der Typ, den wir, mit dem wir schon öfter gequatscht haben, der uns jetzt auch geholfen hat, da in dem Zimmer rum zu snoopen. Okay. Okay, okay. Wollen wir noch weiter gucken? Odd limits. Open sesame? Nope. No luck. Witzig, dass manche offen sind und andere nicht. Boah. Steuerung. Tipps. Irgendwer hat die Tipps geklaut. Haven't gotten any tips so far today. Ach, das ist unser Ding. Ariadne's Legacy. Hmm. Being recognized for doing a good job. That feeling never gets old. Sophie, I've noticed a real improvement in the quality of your work lately. I've heard a few guests saying how clean their rooms are after you go through them. Yes, it's my passion, like I said. Who knows? Maybe you'll manage to steal the Employee of the Month reward from Wendy. Jetzt gehen wir mal gucken, wer da weint, oder? Ich kann mich aber auch nicht so richtig über das Lob von Linda freuen, wenn sie gleichzeitig hier die arme Wendy mobbt. Ich komme dich gleich trösten. Ich will noch eben die Schränke zu Ende durchschnüffeln. Keep your secrets, Locker. Irgendwo weint jemand oder da sitzt eine Taube, sagt er. Wendy? It's Sophie. Are you alright? Do I sound alright? I... No, I guess not. Just leave me alone. I don't want to talk. No. Wann hat denn Wendy mit Jack geredet? Das weiß ich gar nicht. Hm. I was in the break room earlier and I couldn't help but overhear your argument with Jacques. I'm sorry he let Linda get to his head. He should be trusting you, not her. Yeah, well. I know I wouldn't be your first pick, but I'm here if you need to talk. Maybe later. I just can't talk about it. I'm sorry I was rude. It's okay. Sophie? Yeah? Thank you. Meinte die Sophie Alice Baxter nachempfunden? So von der Haarfarbe her und so, Lippenstift? Ja, komm! Jetzt haben wir extra mit dir geredet, jetzt sei nicht so laut und stör uns weiter. Na gut. Wendy will remember that. Oh, der Aschenbecher ist schon sauber. Wie schade. Was haben wir hier noch? Ein zerrissenes... Tossed aside by your best friend like that? Oh, Wendy. That's a special brand of heartbreak. Oh nein. Das ist der fehlende Teil von dem Foto, der das in Yvettes Locker war. Spielen das Spiel jetzt in Draufsicht. Das ist für mich räumlich einfacher. Linda, ach, das ist das. Okay, also Bernard hat was mit Linda.
Okay, und deshalb schreibt, hat wahrscheinlich Sophie Hypocrite da drauf geschrieben. Nicht Sophie, Wendy Hypocrite da drauf geschrieben. Das haben wir jetzt weggewischt, dass sie keinen Ärger kriegt. Ist doch gut. Murder on the Dance Floor, genau. Beim Halloween-Ball. Wollen wir noch weiter? Ach, guck mal, da hat doch jemand Singer vom Book Club abgerissen. Nice. Was haben wir noch? Linda, you're not even trying to hide the daggers in your eyes. Was soll das heißen? Wie wichtig ist denn dieser Employee of the Month Reward? A message from Bernard. For Valentine's Day, please leave chocolates at the beds of rooms occupied by married couples only. Wie gemein. Man kriegt nur Schokolade und eine Steuervergünstigung, wenn man verheiratet ist. Voll unfair. To all employees, is it probably aware when... Ach, das kennen wir schon, ne? Ja. Das kennen wir schon. Ich will, weiß nicht, wie oft ich den Hörer draufdrücken werde. Oft wahrscheinlich. Mrs. Beaumont seemed perfectly nice to me. The divorcee from room 204 has moved to 507 and she wants more sheets again. Sophie, please take care of it. I do not want to speak to people like her. Okay, Linda hat ein Problem mit Divorcees, aber 507, ist das nicht der Raum, wo eigentlich der Typ hin wollte? Also unser Dunkelkammer-Fotofritze? Der wollte doch zu 507, oder? Und durfte dann nicht. Ja, okay, das müssen wir uns merken. Was haben wir noch? Komm, geh mal ein bisschen weiter weg. If you see the freak from room 505 loitering around the hotel, please tell him to stop. Bernard says he's scaring some of our guests. Ist 505 unser Fotodude? Ja, oder? Wisst ihr das gerade auswendig? Oh, sorry. Mikro gestoßen. Bernard asked me to remind you that we have a very important guest in room 602. Was kann ich gar nicht alles merken? Please satisfy any of his needs as quickly as possible and without questions. Is it a celebrity? Nice, das hatten wir schon, oder? Ah ja. Okay, also was, wo war wichtig? Merkt euch das mal alles, bitte. 602 ist ein Promi. Und 505 ist unser Creep. 507 ist the divorcee. Female divorcee, oder? Sorry, falscher Zettel. Und 509 ist das Couple, wo wir jetzt endlich hingehen müssen. Ja, it's a she. Okay, wir nehmen uns den Schlüssel. Ja, das wäre schlau. Eugene! Eugene is in charge of the hotel's maintenance. Pretty much everyone likes him. He's friendly, hardworking, and does all his job. Well, anytime I've needed help, Er ist der Hausmeister. Ba-ba-ba-ba. Yvette is one of the Clarington maids. She and Wendy used to be friends, but now she's just awful to her. She and Susan have teamed up to ensure that no one at the hotel goes ungossiped about. Alles klar. Ja, ist schon ein bisschen scheiße, wie das hier, dieses, dass Frauen untereinander sich alle so anfeinden. Wieder so, ja, keine Ahnung. Das ist so abgelutscht, diese Handlung. Master key only unlocks the guests' rooms. I'll have to get my keys later. At least I can get into 509 now. Ist das der Aufzug? Ja. Ich habe überhaupt keine Orientierung mehr. Oh, hey, Sophie. Oh, hey, Andrew. On break already? No, not yet. I have to deliver something to our VIP guest. Again? Yeah, the requests just keep on coming. What about you? Aren't you supposed to be in 509? I'm heading up now. I just had to grab Linda's master key before I could continue our investigation. Ah, gotcha. What a day, huh? Tending to an eccentric VIP guest, discovering, well, what you discovered in 505,
pretty exciting as far as a work day at the Clarington goes. Yeah, I don't trust him. That's definitely one way to put it. That's not all, though. Nein, ich will ihm nicht noch mehr erzählen. I was looking for my keys, and I heard someone crying. Upsi, alle Locker sind offen. Sure, fuck, stimmt, Rorschach. Scheiße. It's Ach, der weiß doch, dass wir überall rumsnoopen. She's pretty upset. What happened? I'm not completely sure, but I think it has something to do. Och, jetzt erzählt sie dem das doch. Wir haben das doch nicht ohne Grund weggewischt. The graffiti? It's two words in red lipstick. Hypocrite, bitch. Wie blöd. Well, Wendy would certainly have a good motive for writing that. You'd have to be living under a rock to miss how Linda's been treating her lately. Ach man, mir gefällt nicht, dass wir da jetzt so wenig Agency haben, was wir dem erzählen und was nicht. Whatever happened, I'd rather not get involved. So. Yeah, that's probably wise. We wouldn't want to make things worse. Interpersonal conflict makes for a good read, but in real life it can be a bit much to deal with. You've always been good at staying above it, though. You get along with everyone. Oh! He's flirting! So, shall we flirt with him? To keep him close? The creep? I don't think I get along with everyone. But some people are worth getting friendlier with. Like you. Oh, thanks. I'm glad not everyone around here thinks I'm a complete bore. Wait till Beth hears this. Well, it was nice to chat. Don't Awkward. Let me keep you. I have to head to maintenance anyway. Maybe Eugene can help me find yeah. the product our guest of honor is looking for. Chat freut sich. Yeah. We both got a lot on our plates today. I'll be ready and waiting for your updates on Haut uns jetzt. Take care. You too. Winkt uns so awkward. Take care. Sophie. Stay a bit long. Ja, lass uns dem hinterher snoopen. In welche Richtung ist der gegangen? Der Typ fettet ganz klar in der C-Zone. Gut, gute Beobachtung, Konsequenz. Und willkommen im Chat. Finde ich auch. Yeah, Linda's not exactly a My door's always open. Come on in, kind of boss. Oh nein, Schrift über Schrift über Schrift. Was hat sie gerade gesagt? Hat er zu sich selbst gesagt? Eugene, Eugene, Eugene? Oh, ich will rausfinden, was der macht. Was macht der? Schade, dass wir nicht rennen können. Jetzt haben wir vor den High Heels. Erstmal hier Schrank zu machen. Eugene? I'm coming in! I'm snooping! Die heult immer noch. Warte. Ist das da drin? Kommt es aus dem Raum? Ich bin ganz aufgeregt. Wahrscheinlich können wir... Ich glaube, mehr kriegen wir nicht... kriegen wir nicht raus. Außer, dass wir so Gerumpel hören. Er muss fancy Kram für Room 602 holen, ne? Sollen wir nachher mal in der Gästeliste an der Rezeption gucken, wer dieser VIP in 602 ist? Master Key only unlocks the guests' rooms. I'll have to get my keys later. At least I can get into 509 now. I should be able to open 509 now. Back to the fifth floor. Ja, ich will aber wissen, was der Typ mit der T-Zone macht. Gibt's eigentlich noch Nylon-Strumpfautomaten? Ich glaube nicht. Aber ich habe gerade gedacht, dass es eigentlich ganz cool wäre. Für die drei Occasions in meinem, die drei Gelegenheiten in meinem Leben, wo ich so eine Strumpfhose brauchte und dann irgendwie sie nicht da war, oder die gehen ja auch super schnell kaputt, hätte ich mich über so einen Automaten gefreut. Ich glaube, es ist ja nur die Kaugummi-Automaten an der Straße überlebt, das stimmt. Zigarettenautomaten gibt es nicht mehr. Ich bin wieder voll up to date. So, jetzt gehen wir schnüffeln. Oh,
Es gibt, glaube ich, tatsächlich gibt es ja... Die lässt mich auch nicht in Ruhe ausreden hier, die Frau. Es gibt auch tatsächlich öfter auf... Ich weiß nicht, wie es bei Männertoiletten ist, aber bei Damentoiletten in bestimmten Etablissements, also in Bars zum Beispiel, Restaurants habe ich es, glaube ich, noch nicht gesehen, gibt es Automaten, wo es Kondome gibt und so Sexspiel, so sehr billiges, kleines Sexspielzeug. Und da gibt es vielleicht auch manchmal Nylonstrumpfhosen. Vielleicht habe ich es da schon mal gesehen. In so einem Automaten mit verschiedenem Kram in Damentoiletten. Aber vielleicht irre ich mich auch und bin nicht mehr ganz sicher. Und dass die Kaugummi-Automaten das Einzige sind, was überlebt hat, ist auch ein bisschen creepy, wenn man bedenkt, dass die wahrscheinlich auch nie neu aufgefüllt wurden. Also was man heute am Kaugummi-Automaten zieht, ist der auch schon seit den 50ern drin, glaube ich. Ich kenne nur die mit Kondomen an Flughäfen. Ach, das gibt's da auch? Ah, okay. Waren da denn auch Nylonstrumpfhosen drin? Ich kenne halt so, dass da Kondome drin sind und irgendwie so... Ja, Sexspielzeug, aber halt so ganze Billo, irgendwie so einmal Kram. Keine Ahnung. So, jetzt sind wir in dem Zimmer von diesem Pärchen, was unser Creep aus Zimmer 505 stalkt. Die haben sich hier ein schönes... Und die haben ja gar nichts davon gegessen. Das macht mich ja ganz nervös. Wenn Leute so ihr Essen nicht aufessen oder nicht mal anrühren, kann ich schlecht mit umgehen. Was ist das denn? Irgendwie so Toast Hawaii oder sowas, ne? Notschlüpperautomaten wäre eine Idee. Ja, vielleicht gibt es das auch. Also ich meine, es, ich habe in meinem Leben schon mal irgendwo Automaten gesehen, wo es so sowas gab. Aber ich weiß nicht mehr, wo. Do I need a special occasion for a bottle of champagne? Let's shake it up for them. Jetzt komme ich später wieder da rein, dann ist da so ein Shampoos-Fleck an der Decke. Das fände ich so lustig. Haha, voll der Prank. I'll hold off on throwing this out just yet. The food's practically untouched. Ja, dann iss es doch. Iss, Sophie, iss, Kind. Was hat sie jetzt entdeckt? Oh, irgendwer muss auf der Couch schlafen. They have Ehekrach. Oh, someone snores too loud. Lee. Mr. Hector Cruz, Insurance Agent. The All-American Fire and Life Insurance Company. Cool. Können wir eine von mitnehmen, oder? Das fällt doch nicht auf. Geht nicht. Jetzt kommen so Bling-Sounds. Das ist die Zeitung, die wir schon kennen, ne? Achso, das ganze Spiel übrigens in Montreal. Ich habe eben USA gesagt, ne? Das war falsch. Ich bin das erste Mal vor zig Jahren geflogen und schon da sah der Automat nicht sehr vertrauenswürdig aus oder oft benutzt aus. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich mir eine Unterhose oder eine Strumpfhose aus dem Automaten anziehen würde. Ehekrach oder die sind gar nicht verheiratet und alles ist nur Fassade. Ah, gute Idee, Karma. Karma wird sich auch gut machen als Snooping Sophie. Das ist da die Speisekarte, die haben wir schon mal gesehen. Was haben die denn bestellt? Können wir jetzt mal gucken. 2 Eggs, Bacon, Sausage or Ham. Aber auf einem Sandwich. Könnt ihr erkennen, was wir genommen haben? Grilled Ham Steak, Roast... Ich kenne mich ja gar nicht aus mit so... Mit so Essen. Mit solchem Essen. Ist aber keine gute Fassade, oder? Dann musst du es auch für den Zimmerservice so aussehen lassen. Ja, vielleicht mussten die schnell los. Ich habe es diesmal nicht geschafft, das wegzuräumen. Vielleicht wollen die es ja nicht für den Zimmerservice so aussehen lassen, sondern für irgendwen anders, der sie dann noch besucht. Und dann könnt ihr es ja vorher noch umräumen. Jetzt machst du aber nicht den Mülleimer so... Ach, Moment! Ich muss doch eh sauber machen. Yes, cleaning everything. Looks like someone tore that note apart. But I'm missing some pieces. I can't make out what's written. Can we look at the note? Can we look at our inventory at all? What? Hier ist noch ein Raum? What the hell? Das Personal ist zum Glück verschwiegen, außer in diesem Hotel. Ja, normalerweise schon, das stimmt. Oder idealerweise schon. Was? Ich kann auch nicht auf den Kopf lesen. Mrs. Cruz got her personal information stolen. Is Mr. Morgan behind it? Fernie and Weissman.
October 16th, 1957. Ich weiß leider nicht mehr, welcher Tag heute sein soll in dem Spiel. Dear Mrs. Cruz, we wish to apologize on behalf of our company for the privacy breach that occurred on the 25th of September and thank you for calling it to our attention. We are currently investigating the breach and trying to understand how this individual was able to obtain your personal information. Rest assured that we will put measures in place to make sure the situation does not repeat itself. Your privacy is and always will be one of our top priorities. Sincerely, Harold Fernie and John Weissman. Aber was machen die denn? Was ist das für eine Firma? Greenwich, New York. Sind das Anwälte oder? Die Schublade war nicht so spannend. Oh, können wir durch den Lüftungsschacht klettern? Ich hoffe nachher beim großen Showdown. Oh, they put rose petals everywhere. How cliché. Oh nein, jetzt haben wir die aufgeräumt. Ups. Sorry. Ist das eine Heroinspritze oder nur ein Thermometer? Guck mal, die hat auch die Tampons von Rockets. Nagellack. In drei fashion Rottönen. Ah, die lustigen Dinger gab es damals schon. Diese haben sie aber in den Ofen getan zum Verbrennen. Aber da kommt doch eigentlich der Koffer drauf, oder? Auf dieses Gestell. Witzig. Weirde Erfindung. Wirkt immer so ein bisschen zu wackelig. Ich habe immer Angst, dass es nicht hält. Diese komischen Kofferständer. To read. Hier ist die Leseliste für den Sommer in Montreal. Und da steht drauf. Young Anne, a game of hide and seek, excellent women, the price of salt, angel, someone at a distance, in a lonely place. The Blank Wall, A Stranger, and then 4 musst du noch lesen. Murder! Okay. What the? Horizontal Man, it had to be murder. Und da hat sie nochmal Murder geschrieben. Das ist so ein Scrabble-Block, ne? So sahen früher auch die Papierchen aus, die neben unserem Haustelefon lagen, als ich Kind war oder Teenie. Da hat man immer so drauf rumgekritzelt. Aber wieso ist das? Das ist so ein Geheimschrift-Ding, oder? Also Strich ist M. U ist 6. Ich muss mir eigentlich mal Dinge aufschreiben. Ich kann nicht immer darauf vertrauen, dass ihr das für mich macht. Ich mache das jetzt auf meinem Tablet, weil das gerade hier rumfliegt. Uncool, ich weiß. Ups, Entschuldigung, Mikrofon. Also. Mörder. Das ist ein Strich. Das ist eine 6. P 0 3 P. Danke, Konsequenz. So. Okay. Das ist, ja, weiß man nicht, wessen Leseliste das ist. Ob von... Mann, dieses Mikro! Ich stoße da die ganze Zeit gegen. Ob von, wie heißen die beiden nochmal? Marcel und... Peinlich. Ingeborg. Helena. Aha. Die haben alle immer so lustige Zeichen da drauf. Das ist aber anders als das Zeichen im Keller. Auf dem Lippenstift im Locker. Retrum. Ja, genau. Aus Perlmutt edelst. Ingeborg wäre auch mein Tipp gewesen, ja. Aber muss ja leider der Name mit H sein, also Hannelore. Schminkköfferchen, nee, Schmuckköfferchen. Was haben wir denn da? Was können wir denn da mitgehen lassen? Hier diese kleinen Mikrofone, mit denen man so Tiere interviewt. Solche sind das, ne? Na, süß. Oh. Am I reading this right? The account's been emptied. What do you care? Die hat echt zu viel Zeit auf der Arbeit, ne? Also, the account's been emptied. The balance used to be 5000 something and now it's 0. Ja, leider wissen wir das Datum nicht. Ach Gott, Cordula. Liegt ein BH auf dem dreckigen Hotelboden. Wie eklig ist das denn? Mehr Papier. Es wird auf alle Papierkörbe verteilt, der Zettel. Nice. Nein, das Telefon klingelt. Right up Andrew's alley.
I wonder if he's read this one. Wer ist jetzt nochmal Andrew und warum liest der gerne so einen Schund? Pocketbook 387. Oh, noch so eins. Aber es ist eine andere Schriftstellerin. Margaret B. Thompson, Stranger in the Night. She thought she was tracking a killer, but the killer was tracking her instead. Sorry, ich lese gleich weiter. Ich muss kurz ans Telefon. Ja, da gehe ich jetzt nicht ran, oder? Ja, da gehe ich jetzt nicht ran. Das könnte zwar mein Kollege sein, der mir hilft hier beim Snoopen. Ach, wirklich? It Had to Be Murder ist übrigens die Grundlage für Alfred Hitchcocks Das Fenster zum Hof. Sehr cooler Film. Das wusste ich nicht. Aber doch nicht. Ach so, das heißt ja hier auch nicht It Had to Be Murder. Ach so, von der Buchliste. Ich wollte gerade sagen, dieser Schundroman war doch nicht Grundlage. Okay. Ach, cool. Das wusste ich nicht. Dies wusste ich nicht. Stranger in the Night, a novel by Margaret B. Thompson, San Francisco, 1953, noch nicht so lange her. Gloria Gray is an aspiring writer who works in a diner by day, ich kann heute nicht reden, and writes crime fiction by night. When a series of murders occur across the city, she decides to pursue the killer in the hope of turning her story into a best-selling novel. Klassiker. She meets Hugh, a mysterious young man who offers his help in finding the murderer. Das ist bestimmt ein Hint, dass hier, wie heißt der Rothaarige? Dass der Mörderer ist. But soon Gloria starts to wonder if he's the killer. Read the story that's on everyone's lips before seeing the major motion picture. It's gonna be a major motion picture? I doubt it. Okay, da liegt da noch ein Zettelchen neben. Pills provide birth control. Oh! Revolutionary. Development of a contraceptive pill believed to be the ultimate form of birth control was reported yesterday to a group of journalists. N+. Da hat sie vollständige Induktion versucht. Wie ist das so? Keine Ahnung. The pill was tested among 218 women. Nur, despite reports of some undesirable effects, Dr. Tenenbaum said the pill shows greater promise for the future. Interesting. Was sind denn diese Rocks wirklich? Oh, Ahornsirup. Wir sind ja immerhin in Kanada. Brand Disinfection. How to make solutions. Ba-ba-ba-ba. Ja, komm, das müssen wir nicht. Ah, man, dieses Lys Oil kam schon mal woanders vor, oder? Wieso kommt mir das so bekannt vor? Haben wir das irgendwo anders schon gesehen? Schade, dass ich ein Gehirn wie ein Sieb habe. Sonst könnte ich dieses Spiel tatsächlich lösen. Aber so nicht. Sollen wir das Bett machen? Komm. Das macht so Spaß. Schön. Fehlt noch ein Kopfkissen. Wo ist das? Hier war gar nichts Spannendes drin, ne? In dem Koffer. Oh, ich darf mich nicht so schnell bewegen, das wird mir schlecht. Ugh. In welchem Zimmer bist du jetzt eigentlich? In 509, Angerit. Das Zimmer von H&M. Elena oder so. And Marcel. Something. Ach, das Lippenstift, den hatten wir schon. Ich wollte gerade sagen, ich mache den Bildschirm an, aber das ist ein... Soll das ein Spiegel sein? Die Spiegel sind alle sehr blind hier. In dem Spiel. Bestimmt Grafikdesign-Gründe. Hier noch Schubladen zum Öffnen. Aha! Das sind die Schlüpper? Die Schlüpper von der Hannelore. Kann man sich das nicht genauer angucken? Komm, können wir noch einen mitnehmen. Es fällt doch keinem auf. Nee, können wir nicht. Oh, eine Schlafmaske. In Opa Beige. Langweilig. Ich will mal wieder versuchen, ob ich, wenn ich alle Schubladen aufmache, schaffe, dass der Schrank umfällt. Nee. Ist da irgendwas Spannendes? Nee, alles für umsonst. Wir sollten vielleicht die Schmuckdose wieder zumachen. Es kommt sonst ein bisschen verdächtig. Würde unser Zimmerservice, also fällt es in den Aufgabenbereich, kann ich es bitte wieder zumachen? Bitte, mir ist das sonst unangenehm. Ja, all the money's gone.
So. Fällt das in den... Ich habe irgendwie diesen Hotelschrankgeruch in der Nase. Ih, stimmt. Kam, ja, mag ich auch nicht. Ich bin eh super empfindlich mit Gerüchen. Ich überlege mir auch manchmal dreimal, ob ich Dinge in den Hotelschrank lege oder hänge von mir. Also so Klamotten. Ist ein bisschen albern, ich weiß, aber ich bin super pingelig. Kommt sehr aufs Hotel an. Und auf den Geruch halt. Was wollte ich denn gerade nochmal sagen? Was liegt hier noch? Ist noch jemand Monster gegönnt am Morgen? Achso, ich wollte wissen, ob das... Keep cleaning. She always finds reasons to keep cleaning. Ich finde das nicht albern. Danke, Karma. Ja, ein bisschen albern. Also ich bin schon sehr empfindlich bei Gerüchen. Das ist schon irrational. Was soll ich mal? Ich glaube, dass der einzige Sinn, der bei mir sehr gut funktioniert, ist halt die Nase. Sind das Hannelore und Marcel? Wow. Beautiful. Direkt neben der Bibel. Schade, dass wir Bücher nicht öffnen können. Aber wenn wir Bücher öffnen könnten, wären wir vielleicht keine Hotelangestellte geworden. Das ist so falsch. Streicht das aus eurem Gedächtnis. Someone's been sleeping here. I should leave it as it is. She's in detective mode. Hä? Hey, oh nein, aber das Kissen muss aufs Bett, sonst ist das Bett nicht fertig gemacht. This person looking for you back in Texas. Was he really just a coworker? Warum redet sie eigentlich immer so? Was stand hinten auf dem Foto, fragt Karma. Schau ich gleich. Gut, dass da was stand und ich es nicht gesehen habe, das tut mir leid. Dear son, I cannot believe you decided to renew... Oh, jetzt die Mutter, die schreibt. I cannot believe you decided to renew your vows so far away from the family. Your father and I are very disappointed and so are your sisters. Montreal, what a strange destination. I would not be surprised if this was another one of your wife's ideas. I met Luciana in town yesterday. She has 5 children, 3 boys, 2 girls, and is pregnant with her 6th. Juan has just bought them that nice house on the corner of Prado and Ramos. Imagine if you had married her like you were supposed to. You would have your own family by now. A big one, too. Yesterday, I also drove by your home to get the mail. As I was leaving, I met a man who was looking for you. I think he's one of your colleagues from work, but I'm not sure. I told him you were in Montreal and would be back next week. When do you come back exactly? I hope you can be here for your uncle's birthday party on Friday. I will make your favorite cake. Which is? Ich habe gar keinen favorite cake. Ich fühle mich jetzt so unvollständig. Vielleicht ist der Typ February 14th, 1948, steht da. Welches Jahr haben wir denn jetzt? Wir können mal auf die Zeitung gucken, die hier rumliegt, oder? Dann wissen wir es. Was wollte ich gerade nochmal sagen? Achso, vielleicht ist der Typ, den die Mutter am Haus getroffen hat, ist das ja der, der jetzt in Zimmer 505 wohnt und die beiden stalkt. Wir haben 1958 und zwar February 17. Wann wurde der Bankaccount geleert? Vor 7 Tagen, alles klar. So, wir müssen weitere Papierschnipsels finden, indem wir weiter sauber machen. Gibt es einen Aschenbecher, den ich sauber machen kann? Oder hier so Rose Petals. Oh nein, ich hänge am Tisch fest. Wer kennt's nicht? Geht nicht. Oh, Aktentasche. Aktentaschenakne. Was haben wir denn hier? Oh, uff. Also, wir haben den 14. Ach nee, der 14. ist doch Valentine's Day. Haben wir jetzt den 15., dann ist die Zeitung von gestern, Montreal. Oder die Valentine's Party war in den Valentine's Day hinein. Also, Haircut, Bank Appointment, Notary, oh, die waren beim Notar, Departure, Montreal Arrival, Wedding Anniversary, Don't Forget Vows, Attempt 12, Rose Petals on Bed. What does she attempt for the 12th time? To have sex? To murder him? To get Prego? We don't know. Please leave your suggestions in the chat commentary aisle. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Was hat sie denn zum 12. Mal versucht?
Okay. Achso, das war der Brief von der zornigen Mutter. Oh, Discover Historic and Gay Montreal. Photographs, Maps, Information and more. The Montreal Tourism Association. Kann man das aufklappen? Nee, leider nicht. Ugh. Expenses. Montreal Vacation. Bla bla bla. 16.02. 17.02. Moment, dann haben wir ja doch nicht den 14. Dann ist einfach die letzte Zeitung die vom 14. Was auch immer sie zum 12. Mal versucht hat. Es hat nicht geklappt und er darf deshalb auf dem Sofa schlafen. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das fasst es gut zusammen. And she even tried with rose petals. Ach, arme Hildegard, Mann. Okay, also wir haben vielleicht schon den 17. Krass teurer Roomservice. Was heißt das? Also haben die was gegessen und da kam nur jemand hoch und... Ach, egal. Okay. Aber das erklärt nicht, warum die irgendwie $5,000 von ihrem Konto abgehoben haben. Hier, die Tasse kann man unserer Kollegin bringen. Die sammelt die doch. Die sollten wir auch wirklich abpicken. Ordnung muss sein. Das hing auch bei dem Stalker im Zimmer, ne? Stifte können wir irgendwie nicht klauen. Mal ein bisschen Musik an. Immer diese dramatische Cutscene und dann kommt eh nichts Vernünftiges. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie die eigentlich vorhatten, so fancy Musik noch einzubauen in das Spiel. Aber all the money was gone and the time was up. Wie immer in Game Development. Welcome to Game Development. Okay. Was kommt im Fernsehen? Testbild wie immer? Ja. Dramatische Cutscene. Was liegt denn da oben rum? Was ist das? Sind das so Hair-Clips? Ja, ne? Sehr große. So, wir brauchen noch... Ach, das hatten wir schon. Wir brauchen noch so einen Schnibbel-Clip. Was liegt da auf dem Boden? Ah, da hat nur jemand mit Deckweiß gematscht. Komm, wir gehen ins Bad. Oh, ich weiß nicht, ob ich mich da baden würde. Ah, hier finden wir jetzt den letzten Schnibbel. Of course. Was für eine Ansicht. Jetzt dürfen wir puzzeln. Wut, wut. Ich dachte kurz, sie bricht zusammen. Oh, ist eine Matheaufgabe. Ah, das ist der D-Schrift-Friercode. Friercode. Geil. Hier kann man drehen. So. Dreht er automatisch das Ding, auf dem ich bin? Ja, nice. Stüpp. Mal ein bisschen mittiger, ne? Du kurz die aus dem Weg. Oh, ich höre die Sirenen von Montreal im Hintergrund. Sehr atmosphärisch. Ich glaube, das ist noch nicht alles, ne? Wir haben gar keine untere Kante. Egal, das kommt... Nee, das kommt hier rein. Wie dreht man nochmal? So. Das kommt hier rein. Ich nehme es wieder ein bisschen zu genau, ich sehe schon. Das kommt hier hin, oder? Doch. Das kommt hier hin. Das kommt eventuell hier hin, ja. Das kommt hier hin. Das muss gedreht werden. Hochkonzentriert. Endlich mal was Sophie gut kann. Ist ja auch fast ein bisschen wie sauber machen. Es ist aufräumen. Magically. It's führt es sich zusammen. Some kind of code. Could I break it? Aber was wollen wir denn damit öffnen? Hatten die wie heißt das hier? Ein Safe? Hab ich gar nicht gesehen. Where's the safe? Ach so, hier von der Code. Locked. It looks like the code is made up of
4 letters. Murder? SOS? 5. John Wiseman? Heißt das, dass, also wir wollen ja nur 4 letters haben. Wollen wir den 8. Letter aus Wiseman haben? 1, 2, 3, 4. Nee, Wiseman hat 8 Buchstaben, ne? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aber SOS hat nicht 5. Und Murder hat 5 und sie will 4 haben, ne? Wo ist die Reading List? Nochmal. Wo war diese Reading List? Hier. Murder. Also sie muss ja noch 4 Bücher lesen, ne? Hey, Valkyros, cool, dass du da bist. Willkommen. Wir versuchen gerade mal wieder einen Koffer zu knacken. Locked. It looks like the code is made up of 4 letters. 4 letters or numbers? Okay, she says letters. Also keine Zahlen, sondern Buchstaben. Da wollte ich nicht hin. Ich wollte hier gucken. The symbols are strange and strangely familiar. Ich grüße von der Arbeit, noch 19 Minuten. Oh Gott, du Armer. Was machst du denn um die Zeit auf der Arbeit? Ich hoffe nichts, was deine Konzentration benötigt, weil du musst uns jetzt hier helfen. I should keep an eye out for those symbols. Ja. Können wir die Note nochmal sehen? SOS gleich 5 gleich. Also das kann ich mir noch aufschreiben. Aber das hilft mir noch nicht, wenn ich jetzt das ganze Alphabet habe. Was bringt mir das dann? Also, SOS gleich 5 gleich. Dann ist W ist eine 8, oder wie? Aber vielleicht ist das nur eine Übersetzung. S ist, ja genau, das glaube ich auch. Das glaube ich auch, genau, Karma. 24-7 Intensivpflege und habe heute Spätschicht. Ah, krass. Gut, du hast einen, ja, Respekt an dich, dass du einen sinnvollen, nützlichen, guten Job hast. Ich bin immer beeindruckt und demütig, wenn Leute etwas Sinnvolles beruflich machen. Etwas Hilfreiches, Soziales. Ja. Dann will ich dich natürlich eigentlich nicht von ablenken. Aber Klient kommt klar, kann wohl hier aufmerksam gucken. Das ist gut. Das ist gut. Was haben wir eigentlich hier unten noch rumfliegen? Können wir die Noten... Ach, die liegt da ja noch. Okay, dann können wir die nochmal angucken. Ah, okay, wir wollen jetzt was reinschreiben. Also, wir wissen schon, aber als schnüffelndes Zimmermädchen tust du auch deinen Teil, sagt Gerrit. Danke, da fühle ich mich schon besser. Ja, das kommt gleich nach Intensivpflege. Der ist nur querschnittsgelähmt, soll sich nicht so anstellen. Mein Gott, das hast du jetzt gesagt. Vielleicht kann er ja mitgucken. Ach guck mal, wir können ihm was eintragen. Nice. Dann lass uns doch schon mal bei der 5 ein... O war das, ne? Ein O eintragen. Alle 5 sind ein O. Können wir hier auch? Nee. Dann wissen wir noch, dass... Mein Tablet geht immer aus. Wir wissen, dass... Haben wir einen Strich. Ein Strich ist ein M. Eine 0. Haben wir eine 0? Nee. 4 haben wir auch noch nicht. 8 haben wir schon. 8 ist ein W. P hatten wir auch irgendwo, ne? Das ist ein R. Surprisingly steht da Room.
Eine 3 ist ein E. Hatten wir 6 schon? 6 kommt nicht vor. Doch, 6 kommt vor. 6 ist ein U. Haben wir ein Gleich? Ein Gleich ist ein S. Jetzt hat sie schwer ausgeatmet. Vier ist bestimmt ein... Jetzt weiß ich nicht, ob du ein kleines L oder ein I geschrieben hast, Angerit. Das alte Problem. Man merkt sofort am schwarzen Humor, wer in der Branche arbeitet. Stimmpuffelbeiß. Ich traue mich sowas nicht zu sagen. Aber auch nur, weil ich wahrscheinlich nicht in der Branche arbeite und dann irgendwie Berührungsängste habe. Oben wurde schon Retrum genannt. Großes I, wegen dem ersten Wort, nur ein Buchstabe. Ah ja, gute Idee. I will vielleicht? I will, oder ich wüsste nicht, was, ich mach mal, ich rate mal. I will leave, komm, jetzt raten wir einfach nur. I will leave roses kann nicht sein. Nee. Kann ich das rückgängig machen? Ja, nice. Nur ein Buchstabe. I wish the snooping cleaning lady would leave my room. Sehr gut. Ich glaube, wir müssen noch mal weiter rumgucken. Ich hoffe... Ach, fuck, ey. Sorry. That yarn map Mr. Morgan has on the wall of 505. Weren't there some peculiar doodles? Yarn map Mr. Morgan has on the wall and... Ah, ich habe jetzt keinen Bock, in einen anderen Raum zu gehen. Ich will noch hier Hinweise finden. Waren nicht auch noch... Gab es noch irgendwas? Waren nicht hier auch noch so Sachen drauf gekritzelt? B ist Klammer auf und C ist Klammer zu. N ist G und Plus ist P. Das kann sich keiner merken, ne? Vielleicht aufschreiben sollen. Haben wir Klammer auf und Klammer zu? Nee. Haben wir Plus? Nee. Aber das G, was war das? Shit. War das N? Sieben ist Y. Ja, das stimmt. Hups. Tastatur. Die Tastatur ist falsch eingestellt. So. War NG? I will lean. Zweite Reihe, zweites Wort ist the. Okay, also raten wir doch wieder. The next. Nee. Das kann nicht next heißen. Was ist grob der Auftrag? Einfach als Hotelkauffrau schnüffeln und einen Mord klären? Ich glaube schon. Wir wissen noch nicht so ganz. Also, die Story bisher ist, dass wir... That yarn map Mr. Morgan has on the wall of 505. Slash is an... Shut up, Sophie. Symbols, maybe. Also, wir haben irgendwie einen Raum entdeckt, wo jemand sich heimlich... Ja, N ist G. Achso, ich habe es andersrum gemacht. N ist G und Plus ist P. Das hilft uns beides nicht weiter. Also, wir haben herausgefunden, dass ein Gast sich eine Dunkelkammer eingerichtet hat und heimlich Fotos von uns macht, wie wir in Zimmern rumschnüffeln, wenn denn das ist unser Hobby. Und dann haben wir auch noch herausgefunden, dass dieser Typ ein Ehepaar stalkt, dieser Gast, der mit der Dunkelkammer. Und das Ehepaar wohnt in diesem Raum und jetzt schnüffeln wir hier rum. Mehr wissen wir eigentlich noch nicht, außer dass eine unserer Kolleginnen eine andere Kollegin mobbt. Und da irgendwie, da ist halt Drama mit Affären und so weiter in der Belegschaft, but who cares? Also, wir haben keinen... Das hier war auch nur geraten, das mache ich mal wieder weg. Okay, dann gehen wir jetzt halt in das andere Zimmer gucken, weil sie ja die ganze Zeit... Ja, that yarn map. Wir gehen jetzt zu der yarn map, damit sie den Rand hält. Was liegt denn hier noch rum? More work for poor Rebecca. Hang in there, Reb.
Rebecca ist unsere Laundry-Frau, anscheinend. Ein Tuxedo. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wer von euch besitzt ein Tuxedo? So, 505. Kennt ihr diese Story von dem Motel, wo einer über Jahrzehnte seine Gäste über die Lüftung bespannert hat? Ist das eine wahre Geschichte? Wenn ihr nochmal von der Jan Mall Map redet, muss ich yawnen. Sehr gut. Sorry, ich hab's scheiße vorgelesen, aber war gut. Guter Gag. Valkyros, tut mir leid. Ich hab's versaut. Nee, die Story kenne ich nicht. Ist das echt? Wie creepy, vor allem, weil wir auch noch so Lüftungsschächte hier haben. Hab mich auch vertippt. Ja, aber es war ja schon klar, was du meinst. Ich nehme die Schuld auf mich. So, hier waren angeblich komische Zeichen. The Lake, XX, Tannenbäume, Kritzel, Kritzel, halbes Haus vom Nikolaus. Finde ich, sind keine komischen Zeichen. Hier! Das schreibe ich mir doch schnell auf. Schnell, meine Notizen. Oh nein, aus Versehen alles kaputt gemacht. Geh weg jetzt. So. Also. Beaver. A ist eine 2. V ist ein kleines G. Lake. L ist dieses... Was ist denn das? Ist das nicht so was Griechisches? Oder soll das eine Note sein? Ja, mehr haben wir da nicht. Weitere Infos gibt's nicht. Ja, dann zurück! Schnell zurück! Nee, nicht so zurück. Mann. Okay. Lauf! Habe ich, meine ich, mal im Spiegel gelesen. Da wurde ein Journalist interviewt, der ein Buch über den Motelbesitzer geschrieben hat. Ich google mal eben. Oh, wie gruselig. Griechische Delta eigentlich. Griechische Delta. Sorry, ich habe Buffelbeiß einfach unterstellt, dass er jugendsprechmäßig griechische Delta sagt. Deutsche Delta. Griechisches Delta. Genau, danke Buffelbeiß, ich wusste doch irgendwas. Irgendwas war da doch. Irgendwie so ein griechischer Buchstabe, den ich aus der Mathe kenne. So, wir wissen jetzt, die 2. Wo haben wir denn die 2? Ist ein A, das wussten wir eh schon. Oder das haben wir schon richtig geraten. Das lustige G ist ein V. Und die lustige Note ist ein L. Das hatten wir auch schon. The vent, probably. Also der die Ventilation Thing. Da, wo der Creep sitzt und immer durchguckt. So, I will leave notes in the vent. Doch, next. Next to your room. Notes in the vent, next to your room. Aber das sagt uns immer noch nicht, wie wir diesen Koffer knacken können. Nein! Jetzt weine ich wieder den Dude ein mit der fettigen T-Zone. Der ist böse, ich sag's dir. Clarington Hotel Reception Desk. Andrew speaking. Hey, Andrew. It's me. Sophie, did you uncover anything in 509? I did. I found a message written in strange symbols. A kind of secret code. What? Awesome! Did you crack it? It says, I will leave notes in the vent next to your room. In the vent? What an odd thing to do. Der hat das doch alles für uns vorbereitet, damit wir einfach einen lustigen Schnitzeljagdtag haben. It was torn in a dozen pieces and scattered in a dozen, wirklich, Sophie, a dozen. So the Cruises are keeping secrets from each other. Do you think maybe one of them's having an affair? Everyone is in this game is having an affair. Ich laufe mal mit seiner Theorie mit, um ihn nicht auf andere Gedanken zu bringen. Ehrlich gesagt habe ich mir über beides noch keine Gedanken gemacht. Well, that's possible. It's quite obvious they're having marital problems. What makes you say that? The rose petals. Couchbed. Komm, wir reden nicht weiter mit ihm. Before we delve into theories, I think I'd better go have a look at the vent that's mentioned in the message. Before we rant, let's look at the vent. It's almost break time for me. If you need my help again, you can ask Beth to patch you through to the break room. All right. Enjoy your break. Thanks, Sophie. So. Ja, da ist der schicksalhafte Ausgang. Aber wir wollen doch auch noch den Koffer knacken. I will leave notes in the vent next to your room. But which vent? The one next to your room? Wow. So, Valkyrus hat nachgeschaut, was den Creep
in dem Ventilation System eines Hotels angeht. Gerald Foos hat das über 30 Jahre gemacht, also Leute, Gäste durch den den Lüftungsschacht beobachtet. Gibt einen Roman und einen darauf basierenden Film. Ach, schön. Schönes Hobby. Ach. So, wie kriegen wir jetzt den Koffer geknackt? Kann man sich den genauer angucken? Nee, ne? It looks like the code is made up of four letters. Ich glaube, wir können auch erst das Lock-System angucken, wenn wir diesen Code gefunden haben. Und den haben wir ja offensichtlich noch nicht. Wobei ich immer noch finde, dass vielleicht unsere Leseliste wichtig sein könnte, weil wir noch vier Bücher zu lesen haben. A stranger in the... Egal. So. Wir gucken mal in den Vent. Sophie muss auch mal Pause machen. Die arbeitet schon seit Stunden durch. Ja, das stimmt. Die ist ziemlich... Also so wirklich gearbeitet hat sie ja noch nicht. Sie hat ja noch nichts Sinnvolles gemacht. So ein paar Mülleimer ausgeleert und das war's auch. So, jetzt stellt sich mir doch die Frage, wo denn das Ventilation System next to your room ist. To wessen Room? Hat sie das bekommen? Oh, Bernard is kissing someone, probably Linda. Oh no, they're having problems with their feet. Bigfoot Bernard is having problems. Können wir jetzt hier rein? I think I have all the supplies I need. So, ventilation system. Where are you? Looks like plaster for the renovations. Better not play with it. Aber warum können wir das dann hochnehmen? Interesting. Wir waren doch eine Stunde im Break Room und haben da in die Schränke geguckt. Stimmt, das war, ist aber auch keine gute Arbeit. Now is probably not a good time to disturb Bernard. Willst du das jetzt Argument dafür nehmen, dass wir doch gearbeitet haben an Gerrit? Oh, wir haben noch gar nicht den Schrank geöffnet. Nice, es gibt ein Safe. I like safes. No combination, no entry. Looks like someone had quite the shopping spree. A shopping spree. Looks like someone had quite the shopping spree. I think it was Hiltrud. Wissen immer noch nicht, wie die heißt. Das war auf die Pause bezogen. Ah, okay. Das war unsere Art, Pause zu machen. Guck mal, die säubert das Klo aus einer sicheren Distanz. Finde ich gut. Ih, wer hat denn da an die Wand gekritzelt? Unmöglich. Was haben wir hier noch? These are lovely. I wish you'd had more confidence in yourself. Mit wem redet sie? I still love you as much as I did on the day I met you. I will always remember the first time I saw you in the beautiful blue-red dress on the... It seems like only yesterday when I first... 10 years ago I promised I would always love you and... Today I vow pledge again, but I pledged 10 years ago... Or what I pledged 10 years ago. Everything changed the day you came into my life. I hope it will change again when a new member enters our... Okay, also die versuchen, ein Kind zu bekommen, glaube ich. I hope we can... Oder sie wollen einen Hund adoptieren. Oder ein Mini-Pig. Mini-Gri heißt das hier in Dänemark. I hope we can soon expand our family with a Mini-Gri. You know how important family is to me. As our Mini-Gri. Satzanfänge kann er oder sie. Ja, ich glaube, die haben marital problems. As in... Die wollen sich... Die wollen ein Kind, es klappt nicht so ganz. Die Rose Petals helfen nicht. Moodle. Sind das so Mood-Aufheller? Mann, ich krieg das nicht umgedreht. Müsste so im Kopf lesen. Each Moodle Tablet contains 4 active ingredients: Acetophenitidin, Aspirin, Cinnamadrin and Kaffein. I don't know what these are. Dose. 1 tablet every 3 or 4 hours, if needed. Take no more than 5 tablets in 24 hours.
Moodle ist the trademark of Muron Laboratories, Reno, Nevada. Eine von diesen Zutaten vor allem, Ingredients ist auch in den Tabletten von unserem Stalker drin, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung? Prozac. Sind das die Inhalte von Prozac? Wer von beiden nimmt denn Prozac? Aber ich glaub dir das sofort. Oh, wir gucken uns die Zahnbürste an. Soll ich irgendwas Ekliges damit machen? Das ist schon verlockend. Come on. Nein. Wir sind ja nicht unanständig. Komm, wir machen alle Wasserhähne auf. Die andere Zahnbürste angucken. Boah, sich damit die Zähne putzen, weiß ich auch nicht, ob man da seinen Zähnen gefallen tut. Schön. Was man sich alles angucken kann. Felix Toothpaste. A wider smile at a sensible price. Nice. Schon wieder ein blinder Spiegel. Er will einen Hund, sie will nicht. Und daher schläft nicht der Hund auf dem Sofa, sondern er. Moment. Aber wäre das nicht so, dass sie... dass sie dann mit dem Hund im Bett schläft, weil er keinen wollte oder so? Keine Ahnung. Aber ich glaube, es ist eher ein Minigri. Ach, schönes Geräusch. Ein bisschen befriedigt mich schon, Dinge sauber zu machen im Spiel. In echt nicht, aber im Spiel ist das so, man muss nicht mit dem Geruch umgehen. Es ist nicht eklig, man muss einfach nur die Maus ein bisschen bewegen. Ich glaube, ich will einfach mal ein ganzes Spiel lang nur Dinge sauber machen. Es gibt auch schon den Cleaning Simulator 2024. Den spielen wir als nächstes. So, wir klauen denen die Handtücher und geben denen neue. Brauchen die auch noch Klopapier? Nö. Das reicht noch für 2 Wochen. Sparsam waren sie damals in den 50ern. Wo ist denn mein Wägelchen? Oh, da. Komm, wir werfen das Handtuch von hier aus rein. Na, schade. Ih, die haben da immer noch Sex, Bernard und Linda. Ich finde das super eklig. Partial und complete. Wo kriege ich neue Handtücher her? Place Cup, ach stimmt. Wieder der Zaubertrick. Nice. So, neue Handtücher. Power Wash Simulator ist sehr entspannt. Das klingt gut. Da muss ich nachgucken. Einfach statt hier wirklich echt sauber zu machen, was viel schlauer wäre, würde ich einfach gerne stundenlang im Spiel sauber machen. Warum ist eigentlich unten rechts ein Ausrufezeichen, fragt Valkyrus. Ich glaube, da kann man neue Dinge in unseren Notizen sehen. Da steht, dass wir den Quatsch decoded haben. Emptying the coffers. There's a bank statement tucked away in Miss Crew's jewelry box. From the looks of it. Also da steht im Prinzip, was wir herausgefunden haben. Aber wir haben noch nicht raus. Vielleicht ist Crews einfach... Nee. Wenn wir den Code hätten, wird der Koffer ja aufgehen. Ingame sauer machen, nicht eklig. Ingame Sex, eklig. Stimmt. Das ist ein guter Punkt. Ja, die haben ja zum Glück keinen. Die haben ja nur... Haben es nur versucht mit Rose Petals. Ja, was machen wir noch so? Wir wollen jetzt noch rauskriegen... Haben die da geheiratet? Ist 1948 das Passwort für den Koffer? Nicht so nah dran an den Marcel. Es liegt eigentlich hier. Okay. Tja. Haben die hier eigentlich angestrichen, wann die versuchen zu reproduzieren? Nee, ne? Return Trip. Rose Petals on Bed. Oh nein, jetzt haben wir die Rose Petals weggenommen. Jetzt geht das schief. Der Attempt 12. Steht ein vorheriger Attempt eigentlich auch da drin? Nee. Also die fahren schon zurück am 17. Welchen verdammten Tag haben wir denn jetzt? Ich verstehe das nicht. Weil laut diesem Ding hier sind wir schon irgendwie am 18. angekommen. Ne? Ah ne, wir sind am 17. Okay. Das wird es dann wohl sein. Ja. Ich glaube, ich kriege nachher so eine Steam-Trophäe dafür, dass ich am alleröftesten, ist kein Wort, egal,
im Menü des Spiels gelandet bin. So, wir wollen, dass es... The message said next to your room. Ja, ich weiß. So, it has to be a vent in the corridor. Yes, but there was none. Shit. Ich will auch den Koffer öffnen. Habt ihr noch eine Idee, wo ich den Code für den Koffer finden könnte? Hier gab es auch nichts Spannendes. Vielleicht ist ja in dem Vent der Code für den Koffer. Das mit dem BH macht mich auch fuchsig, Mann. So geht man doch nicht mit seinem BH um. Diner's ready. You check the menu am öftesten. Dinner's ready, sorry. Wieder verkackt. Das Lesen. No combination, no entry. Ja, okay. Also wir wissen nicht, welcher Ventilation Vent gemeint ist. Ich meine, hier ist einer, aber der ist nicht wirklich next to the room. No messages. Let's try another vent. Das sieht die auf 5 Meter Entfernung. Du kannst davon einen Supercut machen. Davon, wie ich ins Menü gehe, da ist es mir wirklich, das ist selbst mir zu peinlich. This is next to their room. I can't see anything in there. Ja, bück dich doch halt mal ein bisschen. Geh mal ein bisschen näher dran. Ein bisschen Körpereinsatz, Sophie. Du kannst nicht alles von der Mitte des Raumes erledigen. Aw. Frosted Pops. Nice. Ja, who knows? Haben wir wieder Sexgeräusche? Das ist aber auch super frustrierend für Herr Linde, wie heißt sie? Hannelore und Marcel, dass die dann immer den heißen Sex zwischen Bernard und Linda hören. Ach, die sind da drin? Now's probably not a good time to disturb Bernard. I think it's the best time to disturb Bernard. Ist hier so ein Ventilation-Ding? Ist das next to their room? Im entferntesten Sinne? Tatsache! Nice. Oh, wieder in Geheimschrift! Yes! Vielleicht bückst du dich noch ein bisschen langsamer. Oh, wir müssen jetzt screwen. Can't open these without a screwdriver. Oh, come on! Jetzt müssen wir zum Hausmeister gehen. Das ist unsere letzte gute Tat für heute, glaube ich. Go get the screwdriver. Warten wir jetzt darauf, dass sie uns sagt, was sie machen muss? I might be able to find a screwdriver. Ja, sag ich doch. Das habe ich auch ohne dich gewusst, Sophie. Ups. Okay, Aufzugzeit. Das Hotel ist nicht gut besucht, oder? Nee, die meisten Zimmer werden von Angestellten benutzt für ihre Affären. Call the elevator. Nicht? Screw it. Sehr gut. Warum? Warum? Ich möchte auch so fahren. Was? Fuck it. Sorry. Sophie ist ein bisschen ungeduldig heute. Dann gehen wir ins Treppenhaus, oder? Gibt es nicht auch ein Treppenhaus? Ist das da hinten, wo ich nicht hinkomme? Ah! Wieso ist dieses Zimmer einfach offen? Jesus! Ach, das ist das Zimmer, wo wir als allererstes drin waren. Remember? Das haben wir gar nicht richtig fertig gemacht, oder? Das war quasi unser Tutorial-Zimmer. Ah, funny. Da war so ein Typ, der hoch verschuldet war und so Schuldeneintreiber. So, wie heißt das? Heißt das so? Inkasso-Schläger-Typen, dem angedroht wurden. Oh, die Kirchenglocken läuten. Es ist Weihnachten. Aber lass uns trotzdem jetzt das Treppenhaus finden. Warum können wir nicht mehr Aufzug fahren? Ach so, the janitor's closet ist gar nicht unten. Deshalb können wir nicht Aufzug fahren. Das Spiel ist mir aber dann doch ein bisschen zu linear, wenn ich deshalb nicht Aufzug fahren kann. Also ich mag das nicht, wenn Spiele mich so in die richtige Richtung zwängen und ich so gar nicht mehr selber denken muss. Ich meine, offensichtlich ist es das, was ich brauche, ein Spiel, bei dem ich nicht denken muss, aber trotzdem... Es enttäuscht mich. Oh, wir können wieder puzzeln. Nice. Okay. Nee, andersrum. Whoop, whoop. Whoop.
This one. Whoop. Mach das mal mit größeren Lücken. Das sieht mehr artsy aus. Schön. Fehlt aber was, ne? Ah, ne, doch nicht. Das ist wie bei der Weltkarte. Sieht einfach... Ne, andersrum. Als bei der Weltkarte. Die sehen sehr klein aus, wenn die da oben liegen. Eugene. Wer ist Eugene nochmal? Eugene. Priority, huh? That means Eugene's probably working in Bernard's office right now. Bernard... Moment, wir lesen lieber so. Eugene. Bernard tells me there's a cold draft coming from his window and it's turning his office into a freezer. Fixing this should be your highest priority. Angaret hat Cordy einen Kaffee spendiert. Die Aufgabe ist es, den Zettel so weit am Rand wie möglich zu setzen. Ich höre die Kritik, Falkyrus. Ist mir auch aufgefallen dann. Aber es hat ja geklappt. Okay, was hat sie das gesagt? Jetzt habe ich wieder nicht zugehört. Was hat sie dazu gesagt? Bernard, irgendwer... Achso. Was hat sie gesagt? He knows better than Linda. According to note from Linda, in the janitor's closet, fixing the broken window in Bernard's office is to be Eugene's highest priority today. Since he's not around, he must be dealing with that. He knows better than to ignore a direct order from Linda. Linda! My English is going downhill! Time to head into the lair of the beast, I suppose. Ich glaube, die hat dem Eugene das nur geschrieben, damit er nicht in seinem Büro sitzt, damit die da in Ruhe vögeln können. Sophie, you don't need these. Be careful. It's a slippery slope towards becoming a hoarder. Wait, Sophie. Was ist das? You don't need these. Was ist das? Be careful. It's a slippery slope. Screwdriver! Give me that screwdriver! Shoot, no screwdriver. What's life without a little challenge? Kann man das nicht mit einer Pfeile öffnen Shoot. Einfach? No screwdriver. Come on, das sind What's drei Schlitzschrauben, oder? Vier, fünf, egal. Sounds like Eugene asked Bernard to stop opposing the construction of the new psychiatric hospital. And Bernard was Bernard. Was ist passiert? Was hat Angerit gemacht? Angerit hat Cordy einen Kaffee spendiert. Oh, vielen Dank! Sorry, I'm new to this. Das habe ich übersehen. Vielen, vielen Dank, Angerit. Das freut mich. Den trinke ich gleich heute nicht mehr. Sonst kann ich nicht schlafen, aber gleich morgen. Dankeschön. Es tut mir leid, dass ich das übersehen habe. Sah man das im Stream? Wurde da irgendwas angezeigt? Ich glaube, das haben nur wir gehört. Oh. Das tut mir so leid. Ich habe das nicht gehört. Hat das nicht richtig funktioniert? Dear Eugene, I was unaware of your daughter's condition. I can only imagine how difficult this must be for you and your wife, but do not worry. You only have to look at my brother to see how rotten apples grow even in the best of families. As for your request, I'm afraid I'm unable to grant it. Mr. Weston is both a good friend of mine and a benefactor of the Clarington, so it would be inappropriate for me to oppose him. Also, considering his great influence in the city, I have no doubt he will manage to prevent the hospital's construction no matter what. Thank you for understanding, Bernard. Was wollte Eugene von Bernard? Also seine Tochter hat eine Condition. Er wollte irgendwas von ihm, was er aber nicht bekommen hat. Considering the great influence in the city, I have no doubt he will manage to prevent the hospital's construction. Keine Ahnung. Hast du den Kopfhörer auf? Ich habe hier so ein, hier, ein Ohr habe ich drin. Was war denn zu hören? Inspekt? Shop owners against new mental hospital. Ah, okay, hier kommt der Rest der Story. Gab einen Sound... Und im Chat steht... Ja, das im Chat habe ich jetzt gerade gesehen. Das habe ich eben gesehen. Aber den Sound habe ich nicht gehört. Mist. Das tut mir leid. Ich freue mich aber nicht weniger darüber, als wenn ich den Sound gehört hätte. Okay.
Shop Owners Against New Mental Hospital. A group of downtown Montreal businessmen and shop owners met with Mayor Sarto Fournier von der Fournier-Transformation last week to air their grievances concerning the city's recent decision to allow construction of a new mental hospital on Dorchester Boulevard. William Weston, manager of Weston's department store, says he and his group will fight tooth and nail to prevent the hospital's construction. Will our customers feel safe to come downtown for their shopping needs, knowing there are lunatics next door? Wow. The hospital would be the first of its kind in Montreal, as patients would be free to come and go as they please. Dr. David Blunt, the young psychiatrist behind the initiative, believes that allowing patients to maintain a connection with the outside world will facilitate their full return to society once their treatment is over. Okay, also im Prinzip wollte der Janitor, dessen Tochter Mental Health Issues hat, dass sein Chef irgendwie ein Wort einlegt bei diesem William Weston, weil die Freunde sind, ob das Hospital nicht doch gebaut werden kann. Und er sagt, nee. Und sagt außerdem, hat er sie indirekt einen Rotten Apple genannt, oder? Die Tochter vom Janitor. Voll das Arschloch. Those were different times. Oh, Eugene. I had no idea. Dear Eugene, a friend of mine has heard from her hairdresser, who's heard from her sister-in-law, who works as a secretary to the mayor, that the city plans on building a new mental hospital right next to the Clarington. Imagine Denise could get the care she needs while staying close to home. It's almost too good to be true. And it wasn't true. I don't dare to get my hopes up, but still. I'll keep my ear to the ground and keep you posted as soon as I have more news. Warm wishes, Joyce. Who's Joyce? Is it Eugene's wife or Eugene's friend? We don't know. But, yeah. Aw. Wer hat das denn hier geschrieben? Ist das... Oh, das ist bestimmt Wendy and Jack. They've also had fun in the janitor's closet. Jetzt haben wir alles durch, ne? Erstmal ein Tissue. Hier noch ein Foto. Ah, this must be Eugene with his daughter. He looks like a caring father. Weil er ihr ans Bein fasst? Oder woran macht sie das fest? Anyway. Thank you, Algerit, for spending Kofi. So in die Richtung. Achso, sowas wurde gesagt. Und Algerit ist das jetzt unangenehm, dass es ein großes Thema ist. Algerit, du bist ein Heiliger. Sag mal, Kyrus. Ja, finde ich auch, Algerit. Oh, es gibt sogar einen Twitch-Clip jetzt davon. Oh, Algerit. Du hast für dieses Jahr genug gute Taten getan. Also ich weiß nicht, ob es eine gute Tat ist, mir einen Kaffee zu spendieren. Für mich schon. Für die Allgemeinheit ist es wahrscheinlich egal. So, wir brauchen einen Screwdriver now. Die haben alle die gleichen Schuhe, ne? Immer wenn so Schuhe rumstehen, sind es die gleichen. Haben sie nur ein Modell gekauft. So, was ist hier? Stromkasten. She's very impressed with Eugene. Sophie. You don't need these. Sind das Sicherungen? So Sicherungsknöpfe? Fixing the fuse box whenever there's a power outage. Tja. Habt ihr eine Idee, wo ich einen Screwdriver herkriege? Ich könnte das Geodreieck benutzen. Oder wir gucken unten in Eugenes Locker. Da war zumindest ein Locker, wo drei so Nagelfeilen drin waren. Tja. Vielleicht kannst du jetzt in den Keller. Genau, das meine ich. Ich lasse einfach alle Türen offen. Because I don't care. It's just a game. Ich habe eh schon so viel falsch gemacht. Von daher versuchen wir jetzt nochmal in den Lockerroom zu gehen und in Eugenes Locker hoffentlich einen Screwdriver zu finden. Yes, it works. Nice. He's with the Mafia, I can tell. Oh, es ist unangenehm. Ach, den haben wir schon mal gesehen. Ach, das ist Bernard, ne? Doch, der kam am Anfang schon mal vor. Da hab ich direkt gesagt, der hat so ein Gesicht wie ein Bösewicht. Miss Bellavette, isn't it? What? Oh, Roy. Wie gut kennt er seine Angestellten? Right. Oh nein, hoffentlich. Oh Gott. You're the one who took last week off, aren't you? You had to, take care of your sister, I No think. Mother. Mother. My mother. She's very sick. Hmm.
No, I hope this doesn't become a recurring thing. I need to know I can count on you. I understand, sir. What are you doing here, anyway? Are you on break? Yes. Some stimmt falsch. Don't take too long. No, I won't. Das klang so ironisch. No, I won't. What's going on? Oh, Andrew. Andrew, you creep. Sorry. Everyone's creepy in this game. Sneaking up on you today. Spying on Bernard again? No, I'm looking for a screwdriver. For the vent. Linda asked Eugene to fix Bernard's window. Ah, gotcha. What Eugene? The? What? Eugene is weggeschneit. You should go have a look. You know what? I'll stand guard by the elevator and holler. Der Typ ist so shady, ich ertrag's nicht. I'll be quick. You have a look and I stand guard by the elevator. Och man. Der ist jetzt auch die ganze Zeit im Keller gewesen, der Andrew. Was hat er denn die ganze Zeit da getrieben? Erstmal ein Champagner auf den Schock. Geht nicht. Ist das Bernards Office? I kind of wish I worked here when Raymond was in charge. Sounds like the hotel was very different back then. Raymond Leduc retired yesterday after more than 20 years at the helm of the Clarington Hotel located in downtown Montreal. Founded by Leduc's father, Fernand, in 1921, the hotel was one of Montreal's most respected... Ich lese so lange weiter, bis einer von euch langweilig in den Chat schreibt. Most respected establishments until the Great Depression and Fernand Leduc's death... in 1929. Ever since, guests have noticed a drop in the hotel standards. Aber hallo, guck dir mal die Zimmer an, ey. My wife and I used to stay at the Clarington every year for our anniversary, said Mr. Grayson. Jan hat Valkyrus geschrieben. Okay, dann höre ich auf. Du weißt nicht, ob Andrew die ganze Zeit im Keller war? Er hat das nur behauptet. Stimmt, Karma. Ja, aber was hat er denn da gemacht? Der hat ja irgendwie schon creepy Sachen gemacht, als wir hochgefahren sind. Alles ist creepy. Vielleicht kannst du jetzt in den Keller. Jetzt lese ich alte Kommentare, weil ich so durcheinander bin. Jetzt höre ich auch auf, das hier zu lesen. Because no one cares. Ist Valkyrus rightfully said? Yawn. Okay. Was suchen wir nochmal? Ein Screwdriver. Oh, da liegt zufällig... Oh nein, ist das ein... Hat hier jemand uriniert? Und das Hotel ruiniert? Nee, was ist denn das für ein Fleck? Ich möchte das gucken. Opposing something that could help so many people. Just because it's close to your hotel. Ah, es geht wieder um das Mental Hospital. Ridiculous. Ridiculous. Dear Mr. Weston, I would like to thank you again for agreeing to this partnership between Clarington Hotel and Weston Department Store. Thanks to your generous help, renovations are well under the way and the hotel has never looked better. You should come visit soon when your busy schedule allows it, of course. On another note, it has come to my attention that you have formed a group of local businessmen to oppose the construction of the new mental hospital. After working so hard to elevate the Clarington standards, I cannot allow a band of cuckoos to move in my backyard. Should you accept it, it would be an honor and privilege to join your fight. Cordially, das hat nichts mit mir zu tun, Leute. Yours sincerely, Cordially Cordy demnächst unter Briefe schreiben. Egal. Yours sincerely, Bernard Leduc. Handwritten by Eugene. Enjoy the cold, you cold-hearted prick. Ach, okay, krass. Das hat Eugene bestimmt drauf geschrieben. Ne, Moment. Ach so, das ist handwritten by Eugene. Also dem Hausmeister, dieses Enjoy the cold. Schönschrift war nicht da, als er das gelernt hat. Aber gut. I understand his frustration. Ich habe mal einen gelben Sack, der scheinbar undicht war, zu lange auf Parkett stehen lassen. Das sieht seitdem ähnlich aus. Zum Glück nicht so groß. Ja, das ist krass. Wir haben hier in Dänemark sind die Säcke für den Biomüll, also den Küchenmüll, so die Küchenabfälle, es ist irgendwie kein Plastik, sondern irgendwie so ein ökologisches Zeug, so ein grünes, und die sind auch, wenn man die zu lange stehen lässt, obwohl die eigentlich dicht sind, hinterlassen die dann so ganz weirde, feuchte Flecken. So stelle ich mir das auch vor bei deinem gelben Sack.
Okay, cordially. Ja, ist mir bisher nie aufgefallen, wie gut dieses Wort sich machen würde auf Briefen, die ich schreibe, wenn ich sie schreiben würde. Jetzt habe ich nicht zugehört, was sie gesagt hat, aber es war sicher auch nicht wichtig. Wir picken ab diesen Screwdriver. Mal das Fenster zu, oder? Ach komm, wir wollen nicht, dass Eugene Ärger kriegt. Was konnte ich da gerade wieder clean? Ich habe das Wort clean gehört. Wir haben uns weggezaubert. We cleaned ourselves up. Magic. Können wir den... Oh, komm, wir werfen den weg, oder? Ich werf den weg. So. Ich versuche, dass alle sich lieb haben. I'm the Harmony Fairy. Trying to make all the bad blood go away. Was trinkt er hier? Einen schönen Whisky? Whisky? Oh, inspect. Does not look like a nice brotherly check-in. I had no idea things were this bad between Bernard and Raymond. Briefe kannst du dann einfach mit cordially beenden. Stimmt, das ist eigentlich noch besser, einfach nur cordially. Sehr gut, Buffelbeiß. Jetzt muss ich noch einen Grund haben, einen Brief zu schreiben. Apropos Brief. Dear Brother. Brother? I thank you for your invaluable input, but need I remind you the terms of our agreement? I did my part. I got you out of jail and have ensured that news of your deviant ways would not leak. Now I expect you to keep your side of the bargain and stay out of my way. You are not in charge of the hotel anymore. I have worked relentlessly the last 2 years to return to the Clarendon to its former glory. A great challenge considering the poor state you left it in. I'm glad Father never got to see how you so shamelessly destroyed his great legacy. As for me, I will be dead too before I listen to a single word of advice from you. You ask I lower your prices, but I can tell you I plan on doing just the opposite. My guests will only be la crème de la crème. Your deviant friend can find themselves another place for their sinful debaucheries. I don't know what that means. Enjoy your retirement. Okay. Der Whisky-Mixer mixt den Whisky in der Whisky-Bar. Danke für diesen Zungenbrecher, Valkyrus. Ich mag Zungenbrecher. Immer gerne her damit. Ich möchte jetzt doch noch mal kurz auf den langweiligen Text gucken. Was ist mit dem Brother? Father? Duke retired yesterday after more than 20 years at the helm of King Telekinon. Followed by Duke's father. Ah, okay. Also Raymond Leduc ist der Bruder von Bernard und dem gehörte das Hotel vorher. Die Boucherie ist sowas wie Dekadenz, meine ich. Ah, das macht Sinn. Danke, Buffelbeiß. Danke, dass ihr schlau seid. Das hilft. Oft. Also, warum ist er so... Pissed at... Ah, guck mal, hier sind sie nochmal alle drei. Wow. Just look at these distinguished gentlemen. And a young Bernard. Nice one, Sophie. A distinguished gentleman. Ich muss direkt an irgendwelche TikTok-Videos von Katzen und Hunden denken. Ah, wir snoopen noch ein bisschen rum, oder? Ich mag, dass die Schubladen nicht aufgehen, wenn ich im Weg stehe. Ja, da ist nichts Spannendes drin, oder? Nee. Ein Zettel! Hat die sich gerade einen Schritt gefasst direkt? Wie hier, Michael Jackson. Das war ein sehr misslungener Michael Jackson-Ruf. Ich entschuldige mich vielmals. Da stehen sie mit ihren Tuxedos. Ja, echt. Snobs. February 7, also vor 10 Tagen. Mr. Leduc, my employer has made the following requests. To avoid unwanted attention, his identity should remain secret to both guests and staff. The temperature in room 602 should be kept at exactly 22 degrees. His dogs... Oh, stimmt, er hat ja Dogs. Den wurde doch in der letzten Folge Schnee gebracht. His dogs should be fed the very best roast beef. His room should be cleaned every day at 11:30 a.m. on the dot. Eggs should be banned from his room service order. And chocolate, because of the dogs. No one should disturb him between the hours of 4 and 5 p.m. Ja, für eine Stunde. More requests...
shall follow once my employer takes possession of his room, thank you. Ooh, the celebrity. Who could it be? Ach Gott, ey. Menno. I apologize. So, jetzt haben wir den Screwdriver, aber habt ihr jetzt verstanden, was der Bruder von dem will? Der will irgendwie Geld von dem haben und der sagt, nee, kriegst du nicht. Müssen wir mehr davon verstehen oder ist das so grob das, was wir wissen müssen? Wenn ihr da noch mehr rausgelesen habt, weil ihr vielleicht ein bisschen wacher seid als ich, let me know. So, ich würde sagen, wir haben unseren Screwdriver, wir können uns verpissen aus dem Raum. Hier ist noch ein Köfferchen. Und eine kleine Gardine. Ich muss mal gucken, ob der 1958 in Kanada war. Wer denn? Wer denn? Wer denn? Ich habe eine Idee, wer das ist. Ach, witzig. Wer der Celebrity ist? Geil. Das wäre natürlich spannend zu wissen. Dafür war ich zu unaufmerksam, sagt Valkyrus. Ja, ich auch. Oh. I'm afraid it hasn't been properly repaired. What do you mean? I mean that... it's still broken, sir. Someone put a rug on top of it, but you can still hear it crack. I'm just checking to make sure guests don't trip over it. Is that part of your job description? No, it isn't, sir. Well, then I suggest you stop worrying about Miss Bellavit. What were you doing in my office? Was nehme ich? Es ist zum Glück nicht zeitbegrenzt. Was soll dieses mit dem lustigen, schmutzigen, lustigen Köpfen hier? Left the door ajar. Ja, was looking for a screwdriver würde mehr Sinn machen, wenn wir das... Ja, das ist weird. Ich nehme das... I was simply closing the door. Someone left it ajar. Really? But that doesn't explain what you're doing on this floor. You know very well the cleaning staff isn't supposed to wander around the lobby for no reason. I... You wouldn't be lying to me, would you, Miss Bellavit? No. No, I swear, I... It's my fault, sir. I spilled my coffee, and so I asked... Das ist eine Lüge, das Symbol. Danke, Angelika. Your coffee? Mr. Rossi, you're not supposed to have beverages at the front desk. Oh, right. I'm sorry. You're not supposed to drink during your work hours? Sorry. Vielleicht ist er doch nett. Ich weiß es nicht. Ach, Andrew, ja. Andrew saved our ass. I should move on with the investigation. Dieser Bernard ist aber auch ein bisschen zu offensichtlich ein Arschloch. Bobby made it very clear he doesn't like anyone walking into his kitchen uninvited. Ich gehe jetzt ein bisschen weinen im Janitor's Closet. Der hat auf jeder Etage ein Closet. Ich kann doch nicht glauben, dass es in dem ganzen Hotel nur einen Screwdriver gibt. Come on. So, jetzt geht's nach oben. Alles für die heiße Sophie. Ja. Uff. So, sorry about the piss flag on the Boden. Sehr gut, Valkyrus. It's coffee. It's coffee. No, we don't offer that service, unfortunately. Die ist immer am Telefon. Yes, it would be nice if we did. Time to see what secrets that vent is holding. Yes. Hallo, Beth. Ah, ich wollte mal kurz gucken. Oh, jetzt ist das Buch nicht mehr da. Wieso haben wir eigentlich nur die Zeitung vom 14. da und nicht die vom 17.? Es ist ja die vom 17. Warum dachte ich, die wäre vom 14.? No one knows. Oh, they do. Habt ihr gesehen, ich bin aus der Zeitung rausgegangen, ohne ins Menü des Spiels zu gehen. Bernard still leaves these around the front desk? Guess he didn't hear Beth when she swore she'd burn the place to the ground next time she had to suffer through one of his sermons. Really? So, auf geht's. Ja, ich hätte gerne ins Gästebuch geschaut, wer unter welchem Decknamen sich der VIP in Zimmer 602 eingeschrieben hat. Oh, ich glaube, der Tisch ist zu hoch. Ich krieg Schulterschmerzen. Nach 5 Stunden Spielzeit sitzt die Steuerung.
Du bist gemein, Angela. Tut sie ja noch nicht. Aber wir sind noch nicht ganz durch mit 5 Stunden. Ah, wir haben schon 9:30 fast. Krass. Okay, wir machen jetzt nur noch den Vent auf. Und dann muss ich mich mal verabschieden. So. Off to the vent. Oh, hier läuft so schöne Elevator-Musik. Ach, leider nur im Elevator. Okay. Ich dachte auf dem Flur. Oh, I guess I'm free to disturb room 508 now. But zumindest Hunde und keine Eier passen zu einem VIP. Zu deinem VIP. So ein bisschen wie Prominentenraten jetzt. Wer wäre denn dein VIP? Willst du verraten? Auf die Gefahr hin, dass ich nicht weiß, wer das ist? Hunde, keine Eier. Vielleicht ist das ja auch nur so ein Gag und man erfährt das nie. Aber Leute, die so informiert sind, popkulturell wie du, Karma, die wissen dann, was gemeint ist. Zu Kanada habe ich nichts gefunden. Ah, okay. Nach 5 Stunden Spiel sitzt die Steuerung. Abwarten. Ach, ihr seid gemein. Aber ihr habt ja recht. So, jetzt habe ich doch einen Screwdriver. Unscrew. So. Press on a screw to place the screwdriver. Yeah. That was so much fun. Könnten wir es doch eigentlich schon drehen, oder? Müssen wir alle 4 Screws rausnehmen. Aus irgendeinem Grund will das der oberste Screw nicht rausgehen. Ah, deswegen. Okay. Wie gesagt, wir brauchen nur 3. Gut, dass der Ventilation Dingens so klein ist, dass da niemand reinpasst. Das beruhigt mich ein bisschen. Jetzt wird wieder übersetzt. Im Honeymoon Room. Ich hoffe, das Spiel speichert jetzt auch gleich, dass wir das übersetzt haben. So, los geht's. Ach, das sind die Sachen, die wir schon wissen. Urks, was wussten wir denn noch? Die Sachen können wir ja schon mal eintragen, ne? Also, 3 ist ein E. 2 ist ein A. Das Delta ist ein L. Die Tilde ist ein T. Das kleine G, haben wir das überhaupt? Weiß ich nicht. Der Schrägstrich ist ein N. Das Plus, das hatten wir auch mal. Ach, was war das noch? Müssen wir gleich nochmal ins Nebenzimmer. 5 ist ein O. Passend zum Spiel Alfred Hitchcock. Der hatte 2 Terrier und litt an Ovophobie. Ach, witzig. Dann meinen die den bestimmt. Auch wenn er vielleicht nicht in Kanada war. Meinen die den bestimmt, vor allem wenn es so ein... Das passt ja voll gut zum Spiel. Ovophobie. Witzig. Das Wort kann ich auch noch nicht. Ui, jetzt habe ich schon wieder... Nein! Mischt. 3 war das... Jetzt habe ich schon wieder das Mikrofon gehauen. Zum 20. Mal heute. Ui, 4 ist ein... Nee, 4. Ist ein I. Der Strich ist ein M. Was fehlt uns noch? 7 ist ein... Wo ist die 7? Da. Y. Das ist ein R. Das wird wohl Tonight heißen, ne? Tonight in... Ach, scheiße. My Room. Michael will be cleaning. Nee. Bleeding? Das wird wohl Aua heißen. Das hatten wir auch. Das war S. Discuss. Sleeping. Schade. Ich dachte bleeding. Michael will be bleeding after I sliced him up. Hallo, P. Sleeping. Tonight in my room. Michael will be sleeping. We need to discuss our plan. Clarington Hotel Reception Desk. Andrew speaking. It's me. Hey, you got anything good for me? Found another secret message. Can you look up a guest? Did I get you into trouble earlier? Wer ist Michael, by the way? Hieß er nicht Marcel?
Ich frage erstmal das, oder? Yeah, but I also wanted to thank you for saving my skin earlier. Oh, no problem. I hope I didn't get you into too much trouble. I wasn't in trouble, per se, but I did have a pretty awkward conversation with Bernard. Oh, I'm sorry. No, don't worry. It was just weird. He asked all kinds of personal questions. That's just so unlike him, you know? Meet me tonight. Anything is possible. I'd rather have that than his usual sermon. Komm einfach ins Zimmer, der schläft dann. Did you manage to open the vent? What was in it? Ich höre Schritte, oder? Vor allem hat diese eine Affäre mit diesem Bernard. Es spielen sich gerade so Bilder vor meinem inneren Auge ab. Ganz eklig. Weil wir auch die Sounds gehört haben, unser Bernard so fies ist. Welchen Gast soll er denn ablocken? Would you mind looking up another guest for me? Oh, so there's one more character. Ich dachte schon, das kam irgendwie bekannt vor. Meet me tonight, anything is possible. In der Alexander Klaus. In der ersten Staffel, die erste Stimme lesen. Achso, in der... Ich soll euch das jetzt vorsingen? Nee, heute nicht. Aber witzig, es kam mir bekannt vor. Ich konnte es nicht zuordnen. Es ist Alexander Klaus. Meet me tonight in my room. Michael will be sleeping. We need to discuss our plan. Is Michael another husband? Maybe. Another husband? Was sind wir denn hier? There's one staying in room 507. Mrs. Beaumont's room? But she doesn't have a husband. She's here alone with... Oh, Michael must be her son. I got him some extra blankets the other day so he could build a fort. That's really nice of you. So, Mrs. Beaumont is linked to the cruises, huh? Oh. I have a feeling we may be approaching the climax of this story. I guess I should go have a look at 507, but it's not on my list. There's a do not disturb sign on the door. How about I call up there? You know, to make sure no one's home. Good idea. Just a sec. Aber dass sie Klaus, nicht Klaus, Klaas. I'm from international. Ich habe mich gerade gefragt, was das für ein dämlicher Nachname ist. Alexander Klaus. Well, it looks like the room is ready for your snooping, my lady. Thank you, good sir. I'll call you back. Da lacht sie. Ich finde es ein bisschen shady immer noch alles. Der reitet uns doch irgendwo rein. Also hat jetzt tatsächlich die Divorcee von Zimmer 507 diesen Zettel geschrieben und Michael is her kid, ist ihr Sohn. Wieso rede ich denn heute die ganze Zeit so halb Englisch? Das ist ganz schlimm. Es tut mir voll leid. Das ist keine Absicht. Das liegt daran, dass die ganze Zeit Englisch reden im Spiel, glaube ich. Das bringt mich durcheinander. Klaas. Alexander Klaas Häufer Umlauf. Ich weiß. Der Liedstrich sitzt. Warum können eigentlich alle diese Geheimschrift? Wieso alle? Ich glaube, das ist einfach eine Geheimschrift. Ach, keine Ahnung. Wir haben uns die ja heimlich beigebracht. Okay. Das ist eins von den Zimmern. Es gibt ja zwei Varianten. Ah, jetzt habe ich die ganze Zeit Meet Me Tonight in meinem Kopf. Herzlichsten Dank, Valkyrus. So, was wollen wir jetzt nochmal hier? So, husband can abuse his wife and just get away with it? Ooh. And people like Linda still think divorce is wrong. Ist das etwa ein sozialkritisches Spiel? Gesellschaftskritisches Spiel? Ich werde nicht mehr. Richards and Carter, attorneys at law. Dear Anne, I have met with Louis and he has asked me to give you the enclosed letter. I think I should reiterate that some of your accusations, such a wife as wife abuse, are not grounds to divorce in Quebec. I understand you are hurt, but I do not think antagonizing your husband is very wise at the moment. Do not forget to be in court at 11 a.m. on the 20th. Be on time. Also, a friendly reminder that my fees for January need to be paid before the end of this month. I am happy to help you out, but I cannot work pro bono on this. Sincerely, Howard. Okay, das ist the divorcee. Von ihrem Mann, Wife, wie haben sie es genannt? Wife Abuse erlitten hat. Aber das ist kein Grund, sich trennen zu lassen. Sich scheiden zu lassen. Oh. It's the belt he used to use. No, Greta! Ach, die hat auch einen Hund! Süß. Oh. Locked. The key has to be around here somewhere. Does it have to be around here somewhere, though?
Können wir irgendwas anderes noch angucken? So, ich muss jetzt Zähne putzen, nicht mir. Mach's gut und bis nächstes Mal. Gute Nacht dann. Ja, ich will auch eigentlich Schluss machen. Das ist eigentlich ein guter Moment, bevor wir uns das Zimmer jetzt komplett angucken. Würde ich sagen, das machen wir nächste Woche, um rauszufinden, was hat Divorcy, what was her name again? Was hat Anne mit ihrem Sohn Michael mit dem Ehepaar nebenan zu tun? Oh, wie süß. Hat er eine Urne da drin stehen? Ah, nee, eine Lampe. Ich dachte kurz, sie hat eine Urne da drin stehen. Das schauen wir uns alle nächste Woche an, würde ich sagen. Auch wenn ich gerade sehr in der Story bin und gerne weiterspielen würde, aber auch ich muss pennen gehen und oder Zähne putzen, Leuten die Zähne putzen, Tieren die Zähne putzen in dem Fall. Und freue mich, dass ihr dabei wart. Ein aller, guck mal, sind wir beide noch im Bild zum Abschluss. Schön. Ich und Snooping Sophie. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Die Story nimmt ja langsam Fahrt auf. Ich habe immer noch keine Ahnung, wer gut und wer böse ist und was uns das alles angeht. Aber das erfahren wir nächste Woche. Danke fürs Mitmachen und Miträtseln und Mitchatten und Zuschauen. Und schaut gerne auf YouTube vorbei. Oder wenn ihr gerade schon auf YouTube seid und das Video da guckt, lasst mir gerne ein Like und einen Kommentar da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Oder ein Abo. Bist du links oder rechts im Bild? Ach, an Gerrit. Du alter Witzbold. Ja, man kann es kaum zu unterscheiden, ne? Ich habe meine Schürze nicht an, aber sonst. Und mein Namensschild fehlt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Eine schöne, kurzweilige Woche. Sie ist ja schon halb umfasst. Und ein schönes Wochenende. Gute Nacht, wie immer. Danke für den entspannten Stream. Sehr gerne, Karma. Danke, dass du dabei warst und zur Entspannung beigetragen hast. Na gut, jetzt mache ich es nochmal. Danke an Karma, an Gerrit, an Buffelbeiß, an Butterbrezel, an Valkyrus, an, wie hieß die? Der liebe neue Mensch. Hilfe, ich komme gerade nicht auf die, in den Chat. So. Es ist alles eine einzige Katastrophe. Was habe ich nur damit angefangen, jetzt hier die Namen vorzulesen? Es ist einfach ein besonderer Service, den ich hier biete, der aber auch immer in die Hose geht. Ich komme mit der Maus nicht dahin. So. Wo waren wir? Buffelbeiß, Valkyrus, Angerit, Karma, Butterbrezel, Rohrspecht. Wo ist er? Die Person, die den T-Zonen-Spruch gebracht hat. Konsequenz! Danke an euch alle. Ich habe jetzt bestimmt irgendwen vergessen. Das tut mir total leid. Es liegt daran, dass mein Gehirn gerade nicht mehr fit ist. Ich freue mich aber über jeden und jede einzelne von euch. Und dieses sich von jedem verabschieden ist auch bescheuert. Warum mache ich das immer? Macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss.